immer ein bisschen, weil ich ja meine Bohnen erst mahlen muss und so ein Kram, aber. Ah, und frische Milch aufschäume. Ein Cappuccino, leckeres Zeug. Habe ich gerne mit ein bisschen Haselnuss, gerösteten Haselnuss. Lecker, lecker. Und wir sind wieder da und Insul hat sich auch schon wieder entmutet. Ja, dann begrüßen wir nochmal gemeinsam Insulana 15 mit Hansa Gladorf hier im Stream. Heute mal mit Voice auch am Start. Mal was anderes und ich bin gespannt, wie das heute ablaufen wird, weil das ist auch eine Novum für mich, dass jemand beim Kaderfeedback direkt live mit dabei ist und seinen Kommentar hier ablassen kann. Fritz Schmitz auch sehr aktiv, der freut sich schon ganz schön auf das Kaderfeedback. Ja, Insu. Das ist auch tatsächlich gut so. Und ich habe mir geschworen, ich werde nicht zu viel reingrätschen. Es sei denn, du stellst mir ganz viele tolle Fragen oder fragst mich, warum ich das so oder so mache. Dann werde ich da eingrätschen. Ansonsten bin ich einfach ganz gespannt und freue mich jetzt super, dass wir es endlich mal geschafft haben. Weil du hast ja früher, als ich mich da angemeldet hatte, hattest du gesagt, ich habe eigentlich schon ewig gewartet, dass du dich anmeldest, muss ich aber vertrösten. Und dann hat man es ja in der letzten Saison verschoben, weil ich gesagt habe, jetzt bringt sowieso nichts. Liga 6 will ich nicht bewertet haben. Mit dem Team, wenn ich da nicht aufsteige, bin ich weiterhin der große Noob im Discord. Da will ich gar nicht auftauchen hier im Stream. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, in der Liga 5 bewertet zu werden. Muss gerade schnell was beantworten. So, und hatte noch, glaube ich, auch jemand eine Frage gestellt an mich, ob ich das richtig gesehen hatte. Ganz I am kurz. Peppy, da Warum ich muss das ich. eine Spiel verloren hatte, glaube Also. ich, war die Frage, was? Ja, kurz an I am Peppy. Also, du, die Kreuztabelle, unsere Kreuztabelle, die ist nicht öffentlich. Die ist nur für uns vier Leute, die in den Thunderbolts unterwegs sind. Und ja, in so, warum hast du das Spiel verloren? Geht ja gar nicht. Ja, tatsächlich gehe ich ganz fest davon aus, das war nicht der Tag der Stürmer. Ich hatte auch wieder mehr Chancen wie in dieser Saison irgendwie immer, was ja nicht immer so der Fall war in den letzten Saisons, mehr Chancen als der Gegner. Und die Stürmer haben einfach an dem Tag mal nicht getroffen. Der Stürmerstar, du wirst ihn ja gleich kennenlernen, den Herrn Marela, der vielleicht auch schon in aller Munde mal war im Discord, aus der Saison mit 120 Toren, wo er unglaublich gut gescored hat. Ja, der hatte da mal einen schlechten Tag anscheinend. Kommt ja mal vor und dann kann man auch mal gegen den ja, Feind aus dem Nachbardorf verlieren. Dann ist das so. Dann passiert das leider. Ja, eine Frage noch und dann werden wir direkt mit dem Kaderfeedback anfangen. Von Terranub noch die Frage, warum, wie du denn auf den Namen Hansa kommst in deinem Namen. Ach so. Ja, pass auf. Das ist ganz einfach. Ich komme tatsächlich von der Insel Usedom. Habe da zuletzt auch gerade meinen Heimaturlaub ordnungsgemäß verbracht. Sonst hätten wahrscheinlich Tai und ich das auch schon eine Woche vorher durchgezogen zum Saisonstart. Nee, ich komme von der Insel Usedom. Insel Usedom, Mecklenburg-Vorpommern ist Hansa-Region. Da wird Olli jetzt mit dem Kopf schütteln, weil der ist, der Boonlight ist ja auch ganz aus der Nähe von Rostock, ist aber kein Hansa-Fan. Aber ich bin ein großer Hansa-Fan, fahre auch ab und zu noch zu den Auswärtsspielen. Hatte früher, als ich in Hamburg gewohnt habe, auch eine Dauerkarte für Heim und Auswärts, also waren alles Fahrer. Und ja, Hansa bleibt halt einfach erhalten. Und daher kommt natürlich auch dieses Ahu, Fritz kennt's. Das ist auch in der Gruppe gut bekannt, das Ahu. Das hatte halt auch mit diesem Nordischen zu tun. Und daher kommt das Hansa. Und Kladorf, ja, ihr habt gesehen, ich komme aus Max-Hütte-Heidhof, ist tatsächlich der Verein, bei dem ich spiele. Im TSV Kladorf spiele ich. Ich bin zwar 30, aber für den Außenverteidiger reicht es auch gerade so. Lässt da auch schon die Kondition, die Schnelligkeit nach. Nee, die Schnelligkeit ja nicht. Ne? Olli hat ja neulich mal meinen Lauf gesehen und hat gesagt, das war ja ein sehr guter Lauf. Wo ich schicke ja ab und zu mal meine Screens von den Läufen. Schnelligkeit geht gerade noch so. Die Kondition geht auch. Mit der Technik ist das eher nicht so. Dadurch, dass ich ja bei der Bundeswehr bin, habe ich dann doch vielleicht das eine oder andere Jahr nicht Fußball spielen können. Und habe jetzt tatsächlich, seitdem ich hier wohne, erst wieder so richtig angefangen. Also so jetzt seit rund einem Jahr wieder so richtig dolle. Und ich habe früher ja da oben mal Regionalliga A-Jugend gespielt, aber davon ist nicht mehr viel übrig geblieben. Ja, aber bevor es noch ein Interview ausartet, würde ich tatsächlich zum Kaderfeedback kommen. Fritz Schmitz hat schon gemeint, ja, für die Altenheim-Kickers wird es noch lang. Also vielleicht demnächst auch in Online-Liga der Insulaner bei Fritz Schmitz und den Pöhler, bei den Porzer Kickern. Wäre natürlich auch mal was. Ja, schauen wir mal auf jeden Fall in den Kader rein. Für dich natürlich auch immer. Ne? Ich bin ja nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich gebe dir da ein Feedback. Aber das kennst du alles schon. Weil du trägst ja selbst die Verantwortung und weißt auch, denke ich, damit ganz gut umzugehen.
als ich so von mir lasse. Von daher würden wir jetzt erstmal gleich reingehen. Wir haben die Aufstellung ja schon gezogen. 4-4-2 Flügel, das sich aber auch ändern kann in andere Formationen. Wie du es ja schon gesagt hast, es wird in der ersten Minute schon umgestellt, wenn es gerade passt, auf den Gegner bezogen. Aber trotzdem werden wir jetzt da mal reinschauen. Norvillas ist dein Stammtorhüter mit 20 Jahren. Dahinter sehen wir im Moment Pausch. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Liniewert ist auf jeden Fall beim Norvillas sehr schön. Sehr schöner Spieler auch. Der wird noch ermittelt. Der Pausch war früher wahrscheinlich auch mal so ein Stammkeeper von dir. Der hat so ein 26er Talent sehr weit aufgedeckt. Nee, tatsächlich war es nicht der Stammtorhüter, Nein? sondern das ist eine Empfehlung von Olli gewesen. Ah. Und der ist ganz frisch gekommen jetzt zur Winterpause und ist anscheinend also wirklich erst ein Trainingsmonster. Der macht seine 11, 12 jedes Training. Und das ist ein sehr junger Torhüter, der dann mein Perspektivtorhüter wird. Also ich hatte ja mit dir damals mal darüber geredet, dritten Torhüter, ja, nein. Hatten wir mal ganz kurz die Debatte, kannst du dich erinnern? Ich habe mich für den dritten Torhüter entschieden und der Thomas Pausch ist es geworden. Und ich glaube, das ist vielleicht nicht so eine schlechte Wahl, langfristig auch gesehen, weil der soll 4, 5 Saison spielen. Ja, vor allem wenn er die Skill-Ups hat, ne, und da halt besser ist wie dein derzeitiger Stammtorhüter, wird es natürlich eine Option dann in Zukunft sein. Ist immer wichtig, da auch immer noch jemanden zu haben, den man auch dann in Zukunft bringen kann, auch wenn sie beide gleich alt sind. Der eine wird ihn dann halt überholen. Auch wenn ich sagen muss, ich bin letzter Zeit begeistert von dem Linienwert. Habe ich jetzt bei Meier gemerkt, der hält einfach jeden Ball irgendwie gefühlt. Deshalb, da muss er noch ein bisschen zulegen, wenn der Pausch mal Stamm-TV werden soll. Aber ansonsten sieht er auch schon super vielversprechend aus. Dann gucken wir mal Nissen an. Das ist auch, der hat halt einen Linienwert, den ich gerade im Moment bevorzuge bei meiner Aufstellung, persönlich. Aber das ist drei schicke Torhüter, also wirklich, da kann man nichts sagen. Sind alle noch in Ermittlung. Einer hat 17, einer 15, der andere 26%. Trainingsmonster, Pausch, Zukunftserst. Mannschaftskandidat, aber Nissen sieht auch sehr gut aus. Das ist halt die Überlegung, ne? Wenn man dann sagt, okay, man hat jetzt schon eine Ausbildung, sind halt die drei sehr starke Torhüter. Wenn man dann irgendwann aufs Stadion gehen möchte, ist natürlich ja, die Option, da einen zu verkaufen. Wäre das für dich auch eine Überlegung, dass du sagst, dass du irgendwann einen abgibst, weil du sagst, hey, ich will das Stadion bauen und da kann mal einer der starken Torhüter gehen? Du, tatsächlich, der Nissen zeichnet sich im Moment deutlich, deutlich ab, dass der sehr wahrscheinlich dann, wenn es knapp wird mit dem Geld für Stadion, dass der als erstes gehen wird, weil der ist, ich denke, nicht viel mehr als ein 17er vom Talent her. Das zeichnet sich deutlich im Training ab und von daher wird der dann noch bevor er komplett ermittelt ist, den Verein verlassen. Ich gucke dann nur noch, ob da jetzt in der Liga 5 oder wenn ich dann aufsteige in Liga 6, ohne dass er viele Einsätze bekommt. Wie aufsteigen in Liga 6? In Liga 4 natürlich, Entschuldigung, in Liga 4, ob da noch was am Marktwert möglich ist, beziehungsweise an zusätzlichen Gewinnen, die man da generiert, weil ich zahle ja letztendlich nicht viel Gehalt für ihn. Das sind ja alles, außer der Pausch, Spieler, die aus dem SK kommen und die dementsprechend halt fast nichts kosten bis zum Ende der Saison 5. Gucke gerade mal schnell nach den Marktwerten. Navillas hat 43.000, aber da hat der Pausch schon echt krass zu, schon krassen Marktwert. Ja, da müssen sie halt noch ein bisschen zulegen, weil sonst kannst du halt maximal 250.000 so rausziehen. Aber das wird jetzt die Saison, wenn du da oben mitspielst, dann wird das mal locker Richtung 70, 80.000 Euro gehen. Dann lohnt sich, glaube ich, da auch der Verkauf bei einem der Torhüter. Okay, dann sind wir durch die Torhüter durch. Sehr starke Torhüter auch, drei Stück auch in der Zahl. Man kann also immer auswählen. Wer, stellst du auch dann meistens eher den nach Form auf? Also wenn jetzt einer gerade Fünferform hat, der Rest nicht, ist egal, was die anderen haben, der spielt halt, weil er Fünferform hat. Ja, tatsächlich. Ich sag mal, bei den Torhütern, du hast ja gesehen, die sind relativ gleichwertig. Ist die Form absolut entscheidend. Zuletzt hatte ich immer alle auf Dreierform und dementsprechend hat dann der Pausch tatsächlich auch mal den Vorzug bekommen. Und ich hatte dir ja erzählt, ich habe irgendwie das Gefühl, obwohl das ja so von dem insgesamten Paket immer noch leicht der Schwächste ist, dass er die Mannschaft sehr stabilisiert hat von hinten. Und er hat auch die beste Note, hast du gesehen, das ist, glaube ich, sogar unter einer 3 gewesen. Also genau eine 3 bei ihm und von daher, Pausch ist Genau nur drei. schon zukunftsträchtig. Ja. Da muss ich auch sagen, ich merke es bei Meier gerade, der hat jetzt gerade 2, schieß mich tot, also der ist auch weit und 2,5 hat er, glaube ich. Das ist schon ein Unterschied, auch wenn ich Eurich bei mir auch sehr toll finde, aber ja. Das merkt man dann schon manchmal einfach so, dass die Torhüter sich entwickeln und man einen entdeckt, der dann halt erst vielleicht nicht besseren Wert hat, aber einfach der Mannschaft besser tut.
Ja, gucken wir mal weiter in die Innenverteidigung. Flores und Christen stehen da im Moment drin. Und natürlich Christen mit seinen 28% Schnitt und Zweikampf und 46% fühlt sich an wie ein Monster, hat auch schon zwei Tore geschossen. 2,88 Notenschnitt, richtig stark. Und Flores mit einer 3,5, noch nicht so die Saison gut gestartet. Geht es ihm ähnlich wie meinen Spielern. Die sind auch alle eher bei so 3,5, 3,75. Aber das sieht man auch schon Unterschied. Der Christen halt mit seinem Zweikampf richtig stark vorne, aber selbst ein Flores, es sieht richtig stark aus, hat aber auch komisch Wert als Innenverteidigung mit der Technik. Schusstechnik ist super, aber auch die Technik kann ihm natürlich helfen da an der Stelle. Athletik beide gut, aber Kondition 41% bei Christen ist halt auch brutal. Das muss man schon sehen. Also Kondition wird immer wichtiger, je weiter man aufsteigt. Das merke ich jetzt auch langsam so. Wenn ich gleich in der vierten bin, muss ich auch mal gucken, dass ich noch ein paar Konditionsmonster kriege, aber naja, schauen wir mal. Ich merke es bei Kassians, der ist so ein schöner Spieler, aber seine Kondition ist bei 10% und ich muss ihn oft auswechseln, leider deshalb. Aber ja, sonst sind zwei schöne Innenverteidiger. Mal gucken, ob wir für Flores noch was finden, weil an Christen wird so schnell keiner vorbeikommen. Ja, der Flores muss ja sowieso mal durchgewechselt werden. Du siehst ja, der hat immer eine zweite Option nötig, weil die Kondition einfach zu schwach ist. Er schafft es halt nicht über viel mehr als 60 Minuten. Danach ist er rauszunehmen und dann ist auch Kenne Schluss. ich. Kenne ich. So ähnlich wie bei Kassians. Gucken wir mal schnell die restlichen Innenverteidiger noch an, die doch da eventuell spielen könnten. Wir haben den Dion Elliott, der aber für mich eher wie ein AV wirkt. Vielleicht auch DM, aber der Zweikampf, das finde ich immer schade bei AV, IV, DM, wenn der Zweikampf einfach so niedrig ist. Deshalb schwierig bei ihm jetzt zu sagen, wo er spielen könnte, aber könnte auch eben der IV aushelfen, also mehr so ein Allround-Talent so ein bisschen. Bastian könnte noch, der spielt bei der linke AV, der ist auch schnell, würde ich auch gar nicht in die Innenverteidigung ziehen. Nee, der bleibt auf AV. Schöne, das ist auch wieder so ein Kandidat, bleibt wahrscheinlich eher auf AV. Da würde ich mir wünschen, dass Kopfball und Zweikampf gedreht wären, aber wenn dann AV, weil er schnell ist, er könnte natürlich auch in der IV aushelfen. Würde ich jetzt aber Ja, eher auf der bei AV Schöne sehen. müssen wir ja ganz deutlich sagen, das ist auch ein deutlicher Perspektivspieler. Über den hatten wir ja gestern gesprochen. Ja. Das ist einer der Spieler, der so eine krasse Entwicklung hinter sich hat, der von 16 kommt aus der Saison 3 irgendwo und ja, jetzt in anderthalb Saisons auf 23 gekommen ist. Das sind halt sieben Skill-Ups, ne? Das ist halt brutal. Ja, genau. Das ist brutal. Wie gesagt, das ist halt, weil ich finde es manchmal schade, weil gerade dieser Kopfball halt auf AV theoretisch nicht ganz so gut funktioniert. Aber er spielt bei dir rechter AV und da würde ich ihn auch wahrscheinlich eher einsetzen, links oder rechts. Und die Noten sprechen auch dafür, dass es für ihn die richtige Position ist. Gucken wir mal schnell noch die IVs durch, weil die AVs machen wir ja nochmal. Petrovic. AV, IV kann aber auch beides spielen. Ist auch ein AV-Rotationsspieler, so wie das aussieht, aber das spielt auch öfters. Hat jetzt auch schon sechs Spiele. Wird öfters eingewechselt oder spielt er auch von Anfang an? Nee, das ist tatsächlich der, mit dem Flores sich ergänzt. Ah, Er hat dann nämlich spielt er Flores mit den Innenverteidigung, siehst du? 12% Konditionen, genau, und das ist immer der Ah, zweite dann. Ergänzungsspieler. Okay, sehe. Dann bekommt Petrovic immer. Okay. Kontras gucken wir mal schnell an. Auch ein Innenverteidiger, 19 Jahre, noch nicht ermittelt, hat noch kein Spiel gemacht. Aber der schöne Kopfballwerte, Zweikampfwerte, bei ihm halt Schnelligkeit und Kondition so das Problem. Die Problemszone, deshalb auch erstmal nur Backup. Bin mal gespannt, wo der sich auch hinentwickelt. Aber schön, dass man auch so einen jungen Spieler drin hat, der dann nochmal kommen kann. Da merkt man schon, also bei Christen mache ich mir gar keine Sorgen, der wird wahrscheinlich jedes Spiel einfach spielen können mit seiner Kondition. Ohne dass er da Probleme Definitiv, hat. ja. Und Flores mit dem Wechsel auch super und der Christen ist für mich auch ein absoluter Top-Spieler. Da kommen vielleicht nur wenige IVs dran vorbei. Ist auf jeden Fall einer deiner Spieler, die jetzt, was zumindest wenn man die Stärke angeht, einer deiner Top-Spieler ist. Ich muss bloß schnell hier das Sternchen wieder hinbekommen. Kriegt auf jeden Fall mal ein Sternchen der Christen. Schöne natürlich in Entwicklungsspiele, haben wir es gestern ja schon drüber gehabt. Da kommen wir jetzt aber dann nochmal dazu, weil wir jetzt dann zu den AVs kommen. Bastian spielt links und Schöne rechts. Da hatten wir es gestern. Trainingsmonster, wir können es auch nochmal schnell anschauen im Steckbrief. Hat plus 7 jetzt gemacht. Insgesamt seit 2014, also seit eineinhalb Saisons. Das ist halt ein brutaler Wert. Man merkt auch den Trainingsplanunterschied. Ne, er hat vorher 3 gemacht, bei dir hat er halt 4 plus gemacht. Das merkt man dann schon, dass es da einen Unterschied gibt, was den Trainingsplan auch angeht.
Dieser eine Skill-Up kommt halt einfach davon. Und das ist auf jeden Fall viel wert, wenn man da innerhalb von einer Saison so einen Skillpunkt rausholen kann bei den starken Spielern. Schöne auf jeden Fall, wie gesagt, auch die Noten sprechen dafür, dass er auf AV richtig gut aufgehoben ist und der wird halt einfach nur gut werden. Zweikampf noch ein bisschen verbessern, meiner Meinung nach. Technik ist aber auch fein, das braucht er zwar nicht so viel, aber wenn der Zweikampf noch so Richtung 20% geht, dann kann er ja eigentlich nur besser werden. Und ist erst 19 Jahre alt, ist halt brutal. Bastian aber auch ein schöner Außenverteidiger, super schnell, Zweikampf schon über 20%, Schusstechnik Richtung 20, Athletik, Taktik, Kondition bei beiden stark. Also das sind wirklich richtig starke AVs. Gucken wir mal, was da noch hinten dran steht. Als Optionen. Elliot haben wir ja schon angesprochen gehabt, kann das auch mal spielen, aber sieht für mich im Moment so als der schwächste Verteidiger bei dir im Bunde aus insgesamt. Aber kann auch mal aushelfen. Petrovic, haben wir ja gesagt, er ist ja der Rotationsspieler für Flores, könnte aber auch die AV mal spielen, wenn da Not am Mann ist. Und wir haben Chiubutariu, auch ein schöner Spieler, eher ein DM. Der spielt bei dir eventuell auch mehr eine Rolle im DM, auch wegen der Schnelligkeit. Wäre für mich so ein klassischer DM, ist nicht ganz so schnell wie die AVs, dafür hat er alle anderen Werte, die er braucht dafür und sogar Kopfball noch mit dabei. Eigentlich für mich mehr ein DM-Spieler. Ist tatsächlich 3,75. auch der beste Spieler fürs DM. Hat aber diese Saison, wir sehen es ja an der Note, ja, bisher nicht so ganz gute Leistungen drin gehabt. Der war oft vorher in den Vorsaisons mal auf 4 oder 5. Diese Saison gar nicht und dadurch kam er noch nicht so zum Einsatz, noch nicht so zum Zug, weil einfach, du wirst es nachher im DM sehen, du siehst zwar leider nicht die Entwicklung, aber mein DM, der ist dauerhaft auf 4 oder 5 und damit spielt er halt auch immer wieder. Und deswegen ist er jetzt ins Ersatzglied hingerückt. Der Weil Neumann einfach Chiubutariu. so stark ist, okay. Genau, richtig. Dann haben wir noch Mulks. Das ist ein 22-Jähriger, der Zweikampf hat, der schnell ist, auch eher ein Rotationsspieler wahrscheinlich. Zumindest was die anderen Werte so sagen. Schusstechnik noch nicht so weit, dass man sagt, er ist Stamm, wenn man jetzt die anderen sieht. Taktik und er hat auch nur 10% Kondition. Das macht natürlich da auch dann noch was aus. Aber Taktikverständnis ist schon mal hoch. Aber man sieht schon, dass es eher dann, wenn man die anderen Spieler sieht, ein Backup-Spieler. Aber es ist schön, dass man da schon so einen hat, der auch schnell ist und Zweikampf hat, mal auch reinkommen kann, wenn man es braucht. Und noch Weil. Weil Genau, AVDMOM. das wirst du bei meinen Spielern sehr oft sehen. Die jetzt zugekauft sind, die also keine Spieler vom SK sind, sind teilweise dann natürlich die Perspektivspieler. Und die Perspektivspieler, die sind immer auf den entscheidenden Werten für die Position rausgesucht. Also gerade, ihr habt es jetzt gesehen, mit Zweikampf und Schnelligkeit beim AV sind für mich einfach die wichtigsten Sachen. Und dementsprechend ist es mir da wichtig, hohe Werte zu haben. Und das andere kannst du alles noch nachziehen. Also was weniger wichtig ist aus meiner Genau. Sicht und Bewertung. Ja, mache ich auch ähnlich, wenn ich mir Backup-Spieler hole, was ich derzeit eigentlich weniger tue, aber kenne ich auch. Also es ist auch richtig so, weil die anderen sind dann zu teuer meistens. So hat man wenigstens die Werte, die einem wichtig sind, auf einer gewissen Höhe. Und weil haben wir noch, der AV spielen könnte, ist auch schnell. Der sieht auch richtig gut aus. Kann aber auch OM spielen. Der kann eigentlich alles von den Positionen spielen. Der kann zweikampftechnisch AV spielen, auch DM spielen. Da wäre die Technik auch ein bisschen schöner. OM würde ich ihn vielleicht sogar weniger deshalb einsetzen, weil er einfach nicht die krasse Technik hat. Muss ich die anderen OMs dann anschauen, das sehen wir dann noch. Aber wahrscheinlich wäre das für mich auch so ein AV-Spieler, weil, ja, oder halt DM. OM finde ich ihn gerade von der Technik her noch ein bisschen zu niedrig. Aber das sehen wir dann, wenn wir jetzt in die OMs dann auch nochmal kommen. Also wäre auch noch ein AV-Kandidat derweil, der kann auch beide Physik spielen. Von daher passt das. Also AV ist super krass besetzt bei dir. So gute Spieler habe ich, glaube ich, im AV schon lange nicht mehr gesehen. Die dann auch im Backup, also hinten dran, so gut aussehen. Hat mir heute ja erst genau das Thema, dass in der AV da einer noch fehlt, der irgendwie da dann die Rotation mit unterstützen kann. Das hast du halt dann schon mit zwei, drei Spielern da hinten dran, die auch dort spielen können. Bastian Schöne, auch richtig schöne Spieler. Also die AV auch richtig gut besetzt, genauso wie die IV. Torhüter super gut besetzt. Da merkt man auch, dass du halt dir viele Gedanken gemacht hast und richtig eingekauft hast dafür auch. Neumann spielt dann im DM. Wir hatten es ja schon kurz drüber. An ihm kommt gerade keiner vorbei, weil er einfach die Form hat. Wen machen wir jetzt direkt dann Tributario auf? Oder? Ja, Tributario war es, glaube ich.
Okay, der ist konditionell. Du hast halt konditionell echt starke Spieler. Hast du da speziell drauf geachtet bei deinen Spielern? Nee, tatsächlich scheint beim Training ganz gut konditionell zu wirken, weil ich hatte am Anfang echt ein Konditionsproblem in der Mannschaft. Hatte sehr, sehr viele Spieler, die ja, im niedrigen zweistelligen Bereich waren, irgendwo bei 12, 13, 14. Aber man muss ja auch ganz deutlich sagen, viele der Spieler sind in Saison 1 gekommen, Schrägstrich in Saison 2 gekommen. Die habe ich jetzt schon etwas länger und habe sie eigentlich immer gut trainiert bekommen auf den jeweiligen Sachen. Na, ich meine, jetzt die ganz hohen nicht, aber zumindest so, dass man alle vernünftig verwenden kann und alle Ja. mittlerweile so im 20er-Bereich sind, was ja schon sehr ordentlich ist. Ja, ist schon brutal, aber ja, müssen wir jetzt auch ins Detail angehen. Zum Beispiel jetzt bei Neumann waren es halt vorher 28 Konditionen, was auch schon richtig stark ist, ne? Aber das sieht man, also das fällt mir jetzt gerade nur auf, weil ich das selten habe, dass die Kondition eigentlich durch alle Mannschaftsteile so krass gut ist. Ich habe es jetzt noch selten gesehen. Das macht, glaube ich, auch viel aus, dann später auch in den höheren Ligen. Kann tatsächlich über Sieg oder Niederlage dann am Ende entscheiden. Deswegen hatten die wahrscheinlich ein Problem in Liga 6. Die waren einfach zu konditionell stark. Die waren zu stark, die waren noch nicht außer Puste. Die mussten sich nicht anstrengen. Die mussten nicht Genau. kämpfen. Das kann schon einen Unterschied machen. Also ich merke es, wie gesagt, bei mir auch, dass das so langsam eine Rolle spielt. Und wir müssen ja auch sagen, Teil, das hatten wir ja beide schon gesagt. Anscheinend scheinen die jüngeren Kader dann doch etwas Probleme zu haben mit der Zuverlässigkeit Ja. und der Standhaftigkeit auf die Saison hinweg. Und vielleicht kommt das so jetzt, weil das nötige Alter oder Durchschnittsalter so mittlerweile erreicht ist. Mit dem Kader, glaube ich, 22, 23 Jahre irgendwo im Schnitt. Jetzt kommt so die Zeit, wo man dann abfarmen kann, Genau, vielleicht. wie im echten Hoffe ich. Leben auch, ne? Die Jungen haben Schwankungen und man sagt ja, ein guter Kader, der auch eigentlich immer gut oben mitspielen kann, ist im Schnitt 26, 27 Jahre alt. Das ist meistens so die Primetime von den Spielern auch im echten Leben, wo sie vielleicht bis 28, 29, wo sie einfach ja, ihre beste Leistung zeigen. Schauen wir mal, wie es halt auch hier dann in dem Spiel, ich denke, da wird es so ähnlich sein, dass es da aus der realen Welt ein bisschen abgekupfert ist. So mit 25 fängt es dann an, dass sie konstant werden und halt immer Leistung bringen. Gehe ich davon aus, aber gut. Machen wir mal weiter im Kaderfeedback. Neumann auf jeden Fall auch ein krasser Spieler. Der gefällt mir auch richtig gut. Der hat bis, das Einzige, was ihm ein bisschen fehlt, ist Athletik, aber das ist nicht so schlimm. Die restlichen Werte sehen sehr gut aus. Der könnte auch fast überall spielen. Da lecken sich manche die Finger wahrscheinlich nach so einem Spieler. Thio Botariu. Auch ein schöner DM. Wäre für mich eher auch ein DM, aber Neumann sieht für mich tatsächlich auch besser aus. Das sieht für mich ein bisschen besser aus, so ganz leicht nur. Deshalb würde ich Neumann wahrscheinlich sogar bevorzugen, wenn beide die gleiche Form hätten. Das Problem ist tatsächlich, wenn der Thio Botariu spielt als einziger DM in der Formation, dann hat er eine etwas zu geringe Kondition, um komplett Ja. durchzuhalten. Ja. Und wenn du eine Zwoer-Formation spielst, also mit zwei DMs hinten, habe ich auch schon probiert, das funktioniert sehr gut, weil er da gut durchhält, aber auch allein deswegen ist Neumann halt der Favorit, weil er das Spiel durchziehen kann. Ja, das ist einfach das auch. Und das sieht auch besser aus von den Werten, ist meine persönliche Meinung. Es fehlt nur ein bisschen Athletik halt im Vergleich. Deshalb sehe ich ihn eigentlich da vorne auch. Gucken wir mal kurz die anderen DMs dann noch an. Elliot haben wir schon angesprochen. Da ist halt der Zweikampfleiter für alle drei Positionen, die er kann, ein bisschen niedrig. Aber er hat halt krasses Taktikverständnis. Ich würde ihn wahrscheinlich sogar in einem Zweimann-DM könnte er vielleicht sogar richtig gut funktionieren. In einem Einmann-DM ist es halt ein bisschen gefährlich wegen Zweikampf, weil er dann nach hinten nicht so gut ist. Aber macht bei deiner Abwehr dann, glaube ich, auch nicht mehr den ganzen Hahn so fett. Deshalb, ich sehe ihn eher als DM im Moment in Elliot. Würde ich eher dort einsetzen, aus meiner Perspektive. Bastian kann auch DM, natürlich. Der wäre auch richtig stark auf der Position, aber auf AV ist er halt noch stärker. Deshalb würde ich ihn da auch erstmal lassen. Schöne kann es nicht. Dann kommen wir zu Weil. Der kann auch DM. Könnte man dort auch einsetzen. Das haben wir auch schon gehabt. Der wäre eine Option dafür auf jeden Fall auch, wenn jetzt Neumann mal nicht kann, weil er auch die Kondition hat. Zweikampf hat er, Taktik hat er, Schusstechnik hat er. Ja, mal schnell mit Thio Botariu vergleichen. Da ist Thio Botariu noch ein bisschen besser, aber man könnte jetzt auch Weil einwechseln für Thio Botariu, wenn Neumann halt gar nicht kann. Ja, das ist eine Option auf jeden Fall. Gucken wir mal Guardiola an.
Guardiola, auch ein schöner Spieler. Boah, also die DMs bei dir brutal. Der kann aber auch im ZOM-Bereich unterwegs sein. Oder das wäre auch ein super Spieler für eine 4-3-Konter-Formation, weil er einfach auch den Zweikampf mit drin hat und da der OMs und die DMs auf gleicher Höhe stehen, eigentlich eine sehr ähnliche Rolle auch ausfüllen. Der DM ist dann sozusagen der ZDM und die OMs, die links und rechts von ihm stehen, sind Und eigentlich du wirst auch. jetzt staunen, Kai, wenn ich dir jetzt sage, dass der auf ROM läuft. Das habe ich ROM. niemals erwartet bei dem Spieler. Das war einer dieser Spieler, die man wirklich durchtesten musste. Und von den Noten ist der ROM am stärksten. Und das hätte ich niemals erwartet. Da Das wäre ich hätte ich niemals auch nicht drauf gekommen. erwartet. Also der spielt im Flügel auch im ROM. Ja, der kann Echt? Flügel ROM Ach du spielen und Scheiße. macht wirklich, also du kannst mal durchschauen, sein Steckbrief über die Saison, ich glaube Saison 2 und 3, also der war wirklich saustark, immer dann, wenn er ROM gespielt hat. Wahnsinn. Kranker Typ. Krass. Ist bloß gerade schwierig, weil ich jetzt irgendwie nicht aufs Ergebnis klicken kann. Und jetzt, doch, jetzt komme ich rein. Ja, der hat da echt im 4-4-2 flach dann gespielt. Okay, krass. Hätte ich jetzt, also ich glaube das jetzt mal, weil sonst kostet das jetzt zu viel Zeit, jedes Spiel durchzuklicken. Aber krass, ne? Das ist genau das, was ich auch oft sage, ne? Nach den Noten gehen und einfach gucken, wo funktionieren die Leute am besten. Auch wenn der nicht schnell ist, ne? Die 11%, die schrecken halt vom Flügel so ein bisschen ab. Vielleicht im 4-4-2-Flachflügel ist es vielleicht nicht mal so schlimm, dass er nicht so schnell ist. Aber im 4-4-2-Flügel könnte ich mir den gerade gar nicht auf der rechten Seite vorstellen, wegen der Schnelligkeit. Aber wenn er da funktioniert, warum nicht? Dann ist egal, was er sonst, was für Hardskills er hat, wenn er halt den guten Noten bekommt, dann spielt er halt auf dem Flügel. Das ist einfach so krass. Weil den hätte ich jetzt eher im Zentrum verortet, wegen seiner Schnelligkeit. Okay, gucken wir mal weiter nach dem nächsten DM. Also DM könnte man ihn auch einsetzen, den Guardiglio. Gucken wir Stankovic noch an. Technik, ja. Den kann man, also wäre auch für mich mein Gott, ein krasser DM eigentlich auch wieder, ne? Also du hast da echt auf der DM-Position einen guten nach dem anderen. Du kannst da fast ein 4-2-3-1-Konter spielen, so gefühlt. Eine der wenigen Kader, die das wahrscheinlich hinbekommen würden, mit den DMs, die da gerade am Start sind. Naja, Krass. gut, du hast ja jetzt schon festgestellt, dass ich in der Abwehr relativ wandlungsfähig bin, da viele Ersatzoptionen habe. Du stellst das jetzt in WM fest. Das heißt, mein Kader ist relativ wechselfähig und darauf habe ich auch bei den Transfers natürlich verstärkt geachtet, dass ich da sehr anpassungsmäßig unterwegs sein kann. Und die Systeme stelle ich ja nach wie vor immer nach den Gegnern ein. Von daher. Manchmal hat man das Problem, dass man da gar nicht mehr weiß, wie man eigentlich aufstellen soll, weil es einfach zu viele Optionen gibt. Aber da, also kenne ich zum Beispiel auch, ne, dass man einfach dann auf einmal zu viele Optionen hat und gar nicht mehr weiß, okay, wer spielt jetzt eigentlich, wenn alle Fünferform haben zum Beispiel. Das ist super schwierig dann. Ja, gut, schwierig wird es ja immer dann, wenn die Form dann bei einzelnen Spielern, die eigentlich Ersatzspieler wären, so hoch geht und der andere dann auch eine gute Form hat oder Vierer- und Fünferform damit spielt. Ja, krass. Jetzt sind wir gerade bei Santini und der wirkt halt jetzt im Vergleich zu dem restlichen DMs halt einfach so, ja, okay, der braucht noch ein bisschen Zeit, ist noch nicht ganz so weit, um in die Stammelf vorzurücken, aber kann auch mal reinkommen, mal eine Einwechslung oder einfach auch in der 5-Wochen-Form hat, mal spielen. Kann auch OM, ja, kann beides spielen, dadurch, dass er halt jetzt noch ein bisschen Zeit braucht. Ist bei dir sozusagen Nachwuchsspieler, der Franzose. Skipper. Ja, der kann auch DM auf jeden Fall spielen, hat auch gute Werte. Ja, brutal, auch eine 2-0 eingewechselt. Nachwuchsspieler kannst du einfach bringen, wenn es gerade mal, wenn es passt. Brutal. Und Also Neumann. letzte Saison richtig gute Leistung von ihm, muss man ehrlich gestehen. Ich habe den dann teilweise sogar noch dem Neumann vorgezogen, weil auch der ist ein Spieler, der ab und zu mal auf 4 oder 5 landet. Und letzte Saison hat er echt sogar so gespielt, dass ich ihn dann mal auf 3 habe spielen lassen vor Neumann, weil der war wirklich auch notentechnisch super genial. Ja, ein heftiger Kader, sagt gerade HFTV. Auf jeden Fall. Also ich kenne den Kader jetzt. Also ich gucke ihn heute erstmal richtig an. Vorher natürlich, man hat sich ausgetauscht im Discord oder sonst wo, aber ich habe ihn noch nie 100% angeschaut, weil wir uns da ja auch gegenseitig die Freiheit lassen und nur dann uns gegenseitig auch mal anschauen, wenn jemand mal fragt, hey, wie seht ihr das? Und das ist echt, ich bin echt überrascht. Also so, der Kader ist brutal stark bis jetzt. Also wenn ich mir die AV, IV, AV, den Torhüter und die DM anschaue, da gibt es halt keine Wünsche, die offen sind gerade. Aus meiner Sicht. Man hat alles, was man braucht. Man kann jede Formation spielen, selbst ein 4-2-3-1-Konter mit 4 DMs, weil einfach die DMs auch so brutal stark sind.
Ah, kurz einen Schluck genommen, dann kommen wir jetzt mal ins offensive Mittelfeld. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wenn das genauso aussieht, dann ist das einer der besten Kader, die ich dann wahrscheinlich irgendwo auch hatte in der Breite. Also nicht nur so in der Spitze, dass man sagt, ah ja, okay, das sind jetzt irgendwie saukrasse Spieler in der Startelf, sondern von der Breite her schon richtig krass. Das ist ähnlich wie bei Boonlight, der ja auch einen krassen Kader eigentlich an den Start bringt und da auch in der Breite auch gut aufgestellt. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, deiner ist noch ein bisschen breiter. Das Gefühl habe ich jetzt gerade. Da viele gerade fragen, teile ich jetzt gleich mal wieder Ja. ein, wie man so einen Kader zusammenbekommt, ohne da Milliarden zu investieren. Also tatsächlich, ich bin auch einer der Profiteure vom SK, auch wenn viele darüber schimpfen. Zusätzlich, glaube ich, waren es wirklich sehr gewählte Transfers, weil ich habe mir da wirklich immer viel Zeit genommen, war oft auf dem Transfermarkt unterwegs. Viele haben mir dann auch immer gesagt, ja, der Insu, der ist wieder an allen Transfers irgendwie beteiligt. Ich habe mir sehr, sehr viele Spiele angeguckt und sehr gewählt und gezielt ausgesucht. Und ich glaube, der eine oder andere weiß es, ich bin ja so einer der Vorreiter für das Training gewesen im Discord. Ja. Deswegen alles zusammen, SK plus gute Transfer plus gute Trainings, wie macht dann diese Breite des Kaders aus? Ne? Wir können, wenn wir gerade bei dem Thema sind, gehen wir ganz kurz raus und gucken uns auch ganz kurz die Transferhistorie an. Ja, du hast ja eigentlich auch nicht die krass viele Transfers. Ja, für manche mag es viel aussehen, aber ich finde jetzt, das sind noch normale Transfers. Du kannst maximal 120 Transfers machen in der Saison. Nur mal so, weil. Man hat halt die 30 Mann Kader-Transfersperre. Mehr kann man halt nicht transferieren. Es geht eigentlich. Also ich habe auch 17 Transfers jede Saison bisher gemacht. Du hast da 37, 31, 23. Hast du in der ersten Saison viel getradet. Das sind halt auch dann natürlich viele SK-Spieler dabei. Ja. Und das sind ja auch die Hauptspieler aus der ersten Saison. Und das hat halt schon viel ausgemacht, klar. Aber du hast entsprechend gut auch getradet und das muss man dann auch mal sehen. Ne? Also kann ja jeder einsehen, wenn er Bock drauf hat, einfach mal reingucken. Wir haben kurz nur mal reingeschaut, um ein paar Zahlen zu sehen. Und da ist schon einiges los gewesen bei dir auch. Kendall, aber auch Leute, die haben irgendwie 60, 70, 80, 90 Transfers in der Saison gehabt, wo ich dann auch mich frage, ist das noch sinnvoll oder nicht? Aber kommen wir mal weiter. Stankovic. Also sinnvoll ist es dann, wenn man traden möchte und das Stadion recht früh bauen möchte. Manche haben ja schon letzte Saison angefangen. Das waren dann die Hardcore-Trader, die wirklich alles eingekauft und verkauft haben, was sie irgendwie in die Finger bekommen haben, was gut war und jung. Okay, Janis, wäre jetzt für mich so ein typischer Flügelspieler, 35 Schnelligkeit, Schusstechnik ist da. Er hat auch Taktikverständnis. Das könnte ein bisschen besser sein. Mittlerweile achte ich da ein bisschen mehr drauf, weil Taktikverständnis für mich einer der wichtigsten Skills neben der Schnelligkeit. Aber für alle Positionen ist Taktikverständnis für mich mittlerweile wichtig geworden. Ich merke das immer wieder. Und deshalb ist da auch Stankovic richtig gut unterwegs. Ist wieder ein bisschen langsamer unterwegs, aber er hat auch richtig schöne Noten. Deshalb, also Schnelligkeit scheint nicht immer alles auf dem Flügel zu sein. Wenn die Lungs da funktionieren, dann können sie auch langsam sein. Und bei ihm macht wahrscheinlich auch die Taktik viel aus. Plus, er hat halt eine krasse Technikwerte. Ja. Beide. Ja, Technik, wenn man Technik und Schusstechnik dann schon hat, dann ist vielleicht die Schnelligkeit nochmal das i-Tüpfelchen. Plus halt das Taktik dann. Schöne Spieler auch wieder. Klar, rechts Stankovic würde ich mir wünschen, dass er ein bisschen schneller ist. Aber wenn er halt funktioniert, wie bei deinem Italiener Guardiglio, über den wir es schon hatten, dann gibt es halt kein Wenn und Aber. Dann spielen die halt auf dem Flügel, wenn sie funktionieren. Da würde mir auch Weil zum Beispiel sehr gut gefallen auf dem Flügel. Auch wenn er richtig guten Zweikampf hat, aber der könnte auch am Flügel hier antreten im OM. Dann können wir mal Santini anschauen. Den Italiener können wir auch nochmal schnell aufmachen. Das ist ein Rechtsfuß. Der wäre für mich jetzt wieder eher so im OM-Zentrum unterwegs, wenn man mal jemanden einsetzen möchte. Mit einer 2,5. Wo hat denn der da gespielt? Bei der 2, weißt du das gerade? Puh, jetzt, da überfragst du mich gerade wirklich. Okay. Ja, dann wurde er einfach eingewechselt. Wir können ja schnell schauen. Also, das ist auch einer der Perspektivspieler natürlich. Deswegen ist er dann bei Bedarf, bei guter Form irgendwo einzusetzen im OM. Gegen Da wird dann Jalnis. das entsprechende Ah, gesucht links. dafür. Links, okay. Ja. Ich glaube, links tatsächlich auch, weil du hattest jetzt gerade den Jalnis auf, weil der Jalnis auch das Konditionsproblem hat. Der ist noch auf 17 und bei mir ist jetzt so die Grenze 20, hat er ja vorhin schon gesagt. Deswegen braucht er dann auch immer noch mal gegebenenfalls für das ein oder andere Spiel einen Ersatzmann, der dann kommt für ihn. Bei Guardiglio ist es halt einfach, ich hätte den eher als ZOM eingeschätzt, aber der funktioniert scheint rechts halt wirklich gut, okay. Dann lassen wir das einfach mal so stehen bei dem Italiener.
Dann gehen wir mal zu Skipper, der bei DM ist. Bist du jetzt schon im OM? Jalnis, es spielt bei dir links, den haben wir schon offen. ZOM spielt bei dir Puskari, da bin ich auch mal gespannt. Den gucken wir zum Schluss an. Jetzt gucken wir schon Bano an. Das wäre für mich auch eher ein ZOM. Auch richtig starke Werte. Schusstechnik hoch, Schusskraft. Boah, auch ein brutaler Spieler wieder. Also auch der Bano kann hier im ZOM meiner Meinung nach richtig gut auftrumpfen. Domday. Der ist dann für einen Flügel gekauft, so wie das aussieht. Schnell ist er, aber ihm fehlt eigentlich Taktik und Technik. Schwieriger Spieler, muss ich wahrscheinlich erst noch entwickeln. Ist auch, hat auch nur 14%, aber Technik wissen wir beide, Ja, kriegt man recht gut hoch. weißt du, wo der herkommt? Aus dem Aus dem NLZ. NLZ, dafür ist er aber recht gut. Also wirklich Ja, dafür. tatsächlich, der hat genau die entsprechenden Werte. Deswegen ist er auch noch im Kader, wurde noch nicht verkauft, wird noch entwickelt. Und ich hoffe, den irgendwie auf, naja, vielleicht 23, 16, 23, 17 zu bekommen. Und dann soll der gehen mit einem bisschen Marktwertgewinn natürlich noch. Aber der ist, also aus eigener Jugend, krasser Spieler, Anton Domday. Muss man schon sagen, also der könnte sich auch richtig gut entwickeln. Sag mal, wäre das Konditionell. nicht ein Ersatz für deinen Anton Rohr? Weil Anton, das passt ja. Der Anton Rohr ist heilig. Nein. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, dann. Okay, dann. Also auch Insu hat einen Anton drin. Inso hat einen Anton, der heißt bloß Domday. Jetzt müsst ihr bloß gucken, was Domday heißt. Oh Gott. Aber auch wieder, jetzt gucken wir Puskari noch an. Der Finne. Da bin ich echt mal. Okay, der So. überrascht mich jetzt ein Weil bisschen. Olli, warte, weil Olli gerade sagt, Transfer Plus sagt halt nichts aus, wenn man viel Gehalt zahlt. Ja, richtig. Deswegen ist das ja immer einzeln auszurechnen und zu gucken, Genau. wann sich ein Spieler nicht mehr amortisiert, wann er raus muss, weil er halt nicht mehr so viel Marktwertsteigerung macht, wie er Gehalt verbraucht. Und Genau. das ist immer abzuschätzen, das ist so eine tolle Kurve. Wir hatten ja auch neulich mal darüber gesprochen. Es ist auch abzuschätzen, bis wann die Spieler verkaufbar sind. Da waren wir einer Meinung, irgendwo 25, 26 ist so die magische Grenze für uns persönlich im Moment, wo man einfach sagt, die müssen dann raus. Und vorher kann man dann halt eben schon schauen, machen die noch Marktwert Plus, machen die keinen Plus mehr, kosten die zu viel Gehalt, kosten die nicht und dann müssen sie weg. Genau, Natürlich also zielt diese das immer auf Grenze Talent ab. ist nur marktbedingt. Also die hat nichts damit zu tun, dass wir die Spieler nicht toll finden, auch mit 27, 28, 29, sondern dass der Markt im Moment so funktioniert, dass die ab 27-Jährigen teilweise nicht mehr den vierfachen Marktwert bekommen. Und das ist halt einfach das, was dann entscheidend ist, ne? Ob man das Maximum noch rausholen kann. Ich selbst werde Spieler vielleicht auch bis 27, 28, 29 behalten, aber wenn man das Maximum rausholen will finanziell, dann ist derzeitig auf dem Markt 25, 26 so die magische Grenze. Habe ich jetzt auch bei Christa gemerkt. Ich habe den extra verkauft aus dem Grund, weil der ist 26 geworden und hab jetzt noch den vierfachen Marktwert bekommen, obwohl ich gedacht hätte, dass ich nicht vierfachen Marktwert bekomme bei ihm. Deshalb ging der tatsächlich die letzte Saison nur aus dem Grund. Es wird jetzt mit Kasic und Borodavka schwierig, weil die halt Stammspieler sind. Und ich finde nicht solche Spieler wie die so schnell auf dem Markt, die auch noch nicht ganz so teuer sind, wie ich die verkaufen möchte. Naja, schauen wir mal. Aber Puskari überrascht mich jetzt ein bisschen, weil ich habe ihn jetzt noch nicht so. Von den Werten ist er krass in der Technik, Schusstechnik, Taktik ist okay. Aber das sind unkonditionell ist er halt brutal. Aber sonst habe ich bei dir schon andere OMs gesehen, die mir eigentlich da viel besser gefallen haben. Ich muss noch gucken. Jalnis muss halt Flügel spielen, auch wegen der Schnelligkeit. Da würde auch, ne, der Guardiguillo, der ist halt da in dem Technik, Schusstechnik nicht so stark. Der würde da also da nicht vorbeikommen. Stankovic spielt bei dir ja rechts. Das wäre zum Beispiel so, Stankovic wäre für mich so typisch. Ich würde wahrscheinlich Stankovic auch eher in der Mitte verorten, aber wenn der rechts funktioniert, ne, der wäre auch nicht verkehrt. Der ist sogar gefühlt besser ein bisschen. Zwar in Schusstechnik schlechter, dafür in. Auch ein Technik ein bisschen schlechter, dafür hat er einen besseren Zweikampf, besseres Taktikverständnis. Ja, kommt halt drauf an. Ich glaube, im Flügel ist es so rum tatsächlich besser. Wenn ich jetzt Raute spielen würde, würde ich vielleicht Stankovic eher in die Mitte ziehen, tatsächlich. Weil da die ZOM. Tatsächlich ist es auch genau das, was ich mache. Also die Echt? beiden, das ist für mich eine Formation abhängig. Ich habe das extra mal laufen lassen, um dich gar nicht zu unterbrechen, weil das ist ganz spannend, wie du es bewertest. Tatsächlich ist es so, dass ich das sehr abhängig von den jeweiligen Systemen wähle, wer von den beiden oder wer von meinen OMs auf die Mitte oder auf rechts geht. Also das ist natürlich sehr formabhängig zum einen, aber auch zum anderen, wie gesagt, systemabhängig, wer da wo spielt, die werden gewechselt. Je nachdem. Und das passt auch von den Noten her. Ja, wie gesagt, ich hätte jetzt auch dann, wie gesagt, Stankovic eher in die Mitte gezogen statt Puskari. Okay, krass. Haben wir da ja eine ähnliche Ansicht. Okay.
Aber ich glaube, wenn ein Spieler bei 2-3-3 ist, bei 6 Spielen, dann macht man Ja, nicht so viel falsch. das ist auf jeden Fall auch beim Bano, der jetzt 3 Spiele gemacht hat. Der sieht halt auch richtig schick aus. Ist auch eher ein Zentrumsspieler für mich. Würde ich da auch eher dann im ZOM verorten, haben wir ja schon gesagt. Also brutal. Wirklich brutal. Also ich finde jetzt die OMs, das sind jetzt keine krassen Spitzenspieler dabei, wo ich jetzt sage, oh ja, hey, das ist jetzt der Spieler in deiner Mannschaft. Und bei manchen vergebe ich auch 2, 3 Sterne. Aber es sind richtig, richtig gute Spieler. Alle drei, die da vorne stehen, plus die Backups hinten dran, da kannst du nicht mehr wollen im Moment. Das ist brutal. Also auch die OM da an der Stelle. Sehr flexibel, viele Leute drin. Es fehlt mir nur noch ein Schneller, der auf dem Flügel noch mal so ein bisschen diese Schnelligkeit mitbringt. Ansonsten eben dann, vor allem rechts, das fehlt mir so ein bisschen. Das Einzige, wo ich gerade so ein bisschen die Lücke sehe, dass da auf dem Flügel rechts außen halt nicht die Schnelligkeit da ist. Einfach Aber so lustig, Kai, weil das ist tatsächlich das Einzige, was ich dauerhaft auf dem Transfermarkt suche, wo ich wirklich einen saustarken Spieler suche, der den Kader nochmal verstärken kann. Ansonsten gucke ich ja eher nach Trading-Optionen, aber gerade RoM bereitet mir persönlich Bauchschmerzen. Es ist lustig, dass es genauso bewährt ist. ja, also das sehe ich halt an. Also ist mir jetzt nur aufgefallen. Auch wenn die Spieler dort gut spielen, ne, das soll ja nichts heißen. Ne? Wenn die dort gut spielen, ist es auch relativ egal, ob man da jetzt gerade eine Lücke in der Schnelligkeit sieht oder nicht. Aber das wäre so auch das, was ich sehen würde. Das wäre für mich halt tatsächlich an der Stelle das, was ich suchen würde, auch wie du es ja auch jetzt gerade tust. Ich finde es witzig, dass wir da sehr ähnliche Dinge finden auf einmal. Varela, Lütike rechts, okay. Boah, wenn ich die Schusstechnik schon wieder sehe, das ist brutal. Weil das ist für mich immer das, was ich, wenn ich das sehe beim Stürmer, denke ich mir schon, wow, geil. Das ist wie bei meinem Hain, bloß dass mein Hain keine Tore gerade schießt. Der hat nämlich auch eine Schusstechnik, die ist Bombe, aber irgendwie bei ihm funktioniert es noch nicht so. Ja, brutal. Auch konditionell, Varela, auch richtig stark. Schusstechnik bei beiden richtig gut. Einer hat auch noch Kopfball dazu, also Varela an der Stelle. 6 Tore in 6 Spielen, 2,5er Note, 2,7er Note bei Lütike. Es ist brutal, also die Stürmer auch. Da habe ich ja meine Probleme schon seit Saison 1. Gucken wir mal schnell mal Axe rein. Backup-Spieler. Krass. Ja, der kommt halt noch nicht an die ersten beiden ran, aber der kann auch mal natürlich spielen. Nach solchen Spielern würden sich wahrscheinlich manche sogar die Finger lecken. Also ich zum Beispiel sehe auch Lütike und der Guthaben Axe und denke mir, ja, könnte auch bei mir funktionieren. Deswegen auch kein schlechter, aber die anderen sehen halt viel krasser aus. Dann haben wir noch Gilberto, den Portugiesen, der hat auch eine schöne Schusstechnik mit drin. Da hast du wohl stark drauf geachtet bei deinen Stürmern, dass die Schusstechnik schon entsprechend Na, ist oder halt selbstverständlich. mittrainiert Also natürlich, wie ne? ich ja schon vorhin vorgetragen habe, also alles, was nicht mehr nach oder was nach SK kam, ist natürlich sehr, sehr bedingt auf die Werte geachtet und sehr ordentlich getradet, denke ich. Und du bestätigst es mir ja, dass das vielleicht nicht so verkehrt war, Naja, ne, ist sehr darauf zu stark. achten. Einfach sehr stark. Klei ist halt auch super unterwegs, aber halt leider verletzt. Auch gute Schusstechnik. Zweikampf ist jetzt auch okay, aber nicht so wichtig. Taktik ist da. Ja, da hast du zwei halt in der Hinterhand. Ne? Wenn die gerade mal Form haben, funktionieren die halt einfach auch wahrscheinlich vorne drin. Puskari an der Stelle. Kann auch Stürmer, kann auch mal vorne drin spielen, ne, wenn man jetzt gerade irgendwie sagt, ah oh cool, jetzt hatten die gerade 5er vorne, spielt Puskari auch mal vorne im Sturm, wenn es passt. Wahrscheinlich für Lütike. Zumindest würde ich das so. Selbstverständlich. Dann Jalnis noch, bei ihm auch genau das gleiche, der kann auch vorne drin spielen. Der könnte sogar Flügelstürmer spielen. Der Jalnis würde auch funktionieren im 4-3-3. Jetzt geht gerne im Dreiersystem LSD, Ja, genau. hätte ich auch da gesehen. Oh, jetzt fängt es aber an hier zu pieseln. Muss ich mal das Fenster wieder ein bisschen runter machen gleich. Aber der Sturm auch. Also Varela halt an der Stelle mit 6 von 6 Toren. Das ist einfach brutaler Stürmer. Da kann ich nichts anderes sagen. Irgendwer hatte gerade geschrieben, no way, bester Stürmer im Spiel, Fragezeichen. Ich weiß es nicht, kann es nicht beantworten, aber ja, er ist der Fanliebling auf jeden Fall. Das kann ich mir vorstellen. Der kriegt auch hier gerade sein Sternchen. Ich muss bloß dann gleich mal schnell ans Fenster, weil es pisst jetzt ein bisschen. Gleich wieder da. Und natürlich gleich mal was umgeleert. Ganz kurz.
So, dann jetzt beschäftige ich mich mal, während der Teil noch weg ist. Olli, du hattest gesagt oder gefragt, ob ich deinen Imbrom will. Nein, natürlich will ich den nicht, weil du leider deine Spieler viel zu teuer verkaufst. Ich beobachte die natürlich immer am Markt. Einige hat mich ja schon gefragt, wie ich so die Transfers suche, wie ich das tue. Da komme ich gleich zu. Aber nein, Ibrom ist einfach viel zu teuer, mein Lieber. Zu den Transfers. Ja, komm mal Tatsächlich gleich dazu, suche würde ich ich sagen. mittlerweile alles, was entweder komplett auf null Talent ist und gehe dann wirklich so für die nächsten 24 Stunden von der Stärke her durch, von oben nach unten. Alles, was so bis 17, 16 Stärke ist für meinen Kader eventuell machbar. Guck dann wirklich nach den Einzelwerten, was ist da am besten. Und dann passt das. Und genauso tue ich es dann auch für alles, was ab Talent 18 bis Talent 30 an Spielern da ist und gucke mir diese Spieler komplett an. Leider kann ich mir nicht mehr 17, 16, 15 angucken. Das ist einfach zu viel Arbeit. Aber so investiere ich halt eine halbe, dreiviertel Stunde am Tag schon in den Transfers. Ich muss auch ganz deutlich sagen, in den Phasen im Sommer, verbringt man doch mal mehr Zeit an den Transferfenstern und an den Transfers, weil einfach viel mehr passende Spieler sind. Ich glaube, meine Freundin war neulich genervt. Wir waren unterwegs am Samstag und im Einkaufscenter und nebenbei liefen halt alle 10, 20 Minuten irgendwelche Transfers. Und ich habe immer gesagt, ich muss ganz kurz gucken, ob der von den Gehältern her passt. Das waren alles Spieler, die ich verfolgt habe. Und wenn das Gehalt da nicht passt, dann kommt der auch nicht, weil meine Gehaltsgrenze ist im Moment so bei 25k. Wenn du dann nachher vielleicht nochmal den Kader aufmachst, dann sieht man auch, dass ich bei ganz, ganz vielen Spielern, die ich investiert habe, deutlich drunter bin noch, sodass ich auch alle wieder vernünftig verkaufen kann irgendwann. Und das ist eigentlich so das, wie ich im Moment Transfers mache, weil da viele immer nachfragen, Mensch, Insu, wonach guckst du eigentlich? Das ist eigentlich das kleine Geheimnis, was der Insu bisher so verborgen gehalten hat, aber du könntest gerne wissen. Ja, auf jeden Fall finde ich es super spannend. Das nächste Mal muss ich, glaube ich, auch noch eine Kamera mitnehmen. Das haben wir heute halt. Das war heute einfach auch ein bisschen spontaner. Wir haben es gestern kurz ausgemacht. Heute hätte man tatsächlich noch eine Kamera mitnehmen können. Da hätten wir dich vielleicht auch mal gesehen, auch wenn du das überhaupt wolltest. Das ist immer eine andere Sache dann. Ja, solange ich hier im Grünen sitze, in Uniform wahrscheinlich nicht, aber ansonsten gern. Genau. Okay, kommen wir noch kurz zum Fazit. Also ich muss sagen, wir haben ja schon viel aufgedeckt, was du auch selbst so siehst. Finde ich echt spannend, weil das für mich halt auch immer so ein bisschen Feedback auch ist, wenn Leute sagen, ey cool, du hast genau die Sachen gesehen, die ich auch sehe, heißt das, dass ich auch im Feedback jetzt nicht unbedingt so viel falsch mache. Vor allem jetzt bei so einem Kader und bei so einem erfahrenen Manager, wie jetzt auch bei dir, der halt im Training auch stark unterwegs ist, der wirklich seine Mannschaft so krass zusammengestellt hat, muss man schon auch Respekt zollen, weil das ist wirklich eine krasse Mannschaft. Du hast lange in der sechsten Liga warst du unterwegs, leider wegen Gründen, die halt sich manchmal nicht erschließen. Man verliert halt irgendein Spiel, wo am Ende der Saison dann entscheidend ist für um einen Punkt, drei Punkte. Ne, du hast ja auch viele Tore immer geschossen. Ich glaube, in der letzten Saison auch wieder über 100 oder war das, also in der Vorsaison auf jeden Fall über 100 und diesmal weiß ich es gar nicht mehr. Jetzt sind wir nicht ganz angekommen. Nicht ganz rangekommen, aber es ist brutal. Also der Kader, das haben wir ja schon immer gesagt auch, das ist eigentlich eine Verschwendung, dass er in der sechsten Liga unterwegs war. Endlich jetzt fünfte Liga. Und der ist brutal stark. Also selbst jetzt mit dem Trading, da kommen wir dann gleich nach dem Fazit noch dazu, wie es auch mit der Zukunft aussieht, auch mit Stadion und so. Ich muss sagen, der Kader ist brutal. Wie gesagt, diese eine Schwäche auf ROM, die ist eigentlich auch nicht wirklich vorhanden, weil die Spieler dort funktionieren. Und der ist brutal breit, der Kader auch. Also ich habe, glaube ich, schon, ich bis glaube auf ein paar, ein, zwei vielleicht, ein, zwei Feedbacks, wo wirklich der Kader so stark war und in der Breite auch stark war. Das habe ich, was gab es jetzt noch nicht viele und wie es auch schon Highfreund gesagt hat, das ist eigentlich ein Kader, der gehört in die dritte Liga. Ja, das ist zumindest nach heutigem Stand, wahrscheinlich sogar Wo ich noch dir höher. auch ehrlich gestehen muss, das war lange Zeit ein Problem meines Kaders, war jetzt halt die sechste Liga. Da habe ich sehr stagniert, weil ich halt einfach die Transfers nicht bekommen habe. Natürlich vieles verfolgt und konnte es mir einfach nicht leisten, weil ich das Gehalt so hoch setzen hätte müssen, um noch bessere Spieler zu bekommen. Also da wäre noch mehr drin gewesen. Leider hat natürlich, du hast es ja gerade schon angesprochen, die Liga einfach nicht mitgespielt. Ich ein bisschen Pech gehabt. Ich war auch immer in einer sehr starken Liga, wo die oberen Mannschaften, das haben ja einige gesagt, du bist in allen Ligen, anderen Ligen aufgestiegen, hatte, glaube ich, eine Saison 83 Punkte und bin als Vierter nicht aufgestiegen oder sowas. Das ist natürlich echt krass, wenn du auch noch andere Mannschaften hast, die auch so gut punkten wie du und du dann in den entscheidenden Spielen, gerade im letzten oder vorletzten Spiel, dann immer einen Punkt liegen lässt oder drei Punkte liegen lässt. Das ist dann halt echt bitter auf Zeit. Das tut dann halt weh, weil du einfach dein Team nicht voranbringst. Du schaffst es nicht, den Marktwert zu generieren. Und das Allerschlimmste ist für so einen Trader wie mich, du kannst am Markt weniger aktiv sein, weil du einfach
zu viel Gehalt zahlen musst und das kannst du dir nicht leisten gegenüber anderen Mannschaften. Und wenn du dann Spieler hast, die du dir holen möchtest, dann musst du ja mal bewerten, kann ich den auch wieder verkaufen? Und wenn du das Gehalt dann gleich zu hoch ansetzt und dann vielleicht auch nur auf 2 Jahre Vertrag gehen kannst, aufgrund dessen, dass du in der Liga 6 bist und einen Vorteil haben musst gegenüber anderen, dann wird es schwierig. Ja, dann wird es schwierig, weil du den Spieler dann vielleicht nicht mehr verkauft bekommst oder der dauerhaft immer zu teuer wird, um ja, selbst im Kader zu verbleiben und sich dort noch weiterzuentwickeln, bevor er wieder transportiert wird. Das ist auf jeden Fall richtig. Das muss jeder sehen für später, der dann mal sagt, ja Mensch, ich möchte meinen Kader verschlanken, verkaufe da einige. Wenn ihr dann runtergeht in der Liga, könnte es dazu kommen, dass es schwieriger wird mit dem Hochkommen, weil er einfach die starken Spieler nicht mehr bekommt. Zumindest genau jetzt in dieser Phase, wo wir alle noch relativ gleiche Kader haben. Ja, später wird sich das ändern, aber jetzt vor allem, ich glaube, die ersten 10 Saisons auch, wird es halt schwieriger sein. Danach wird sich das alles ein bisschen aufteilen, weil die Stärken auch unterschiedlich sind in den einzelnen Ligen und die Ligenteilnehmer auch ganz andere Spieler dann suchen werden. Aber im Moment, das kommen wir dann aber gleich nochmal dazu. Ich würde gerne das Fazit auch abschließen. Also wie gesagt, eigentlich sind wir schon durch mit dem Fazit auch. Gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer Gratulation zu dem krassen Kader und auch Gratulation dazu, dass du in dem Spiel einen Weg gefunden hast, so einen Kader überhaupt aufzubauen und jetzt auch endlich in der 5. Liga angekommen zu sein. Und wenn es gut läuft, bist du ja nächste Saison eventuell dann tatsächlich auch schon in der 4. unterwegs. Schauen wir mal, ist ein langer Weg, wissen wir alle. Und du hast ja schon das große Leid des Nichtaufstiegs schon mitgemacht. Zweimal leider. Ich habe es dieses Jahr auch das erste Mal erlebt, dass ich nicht mehr aufgestiegen bin, obwohl ich eine krasse Rückrunde hatte. Na, so ist es halt, muss man mit leben können. Und es wird immer schwerer werden. Je weiter man nach oben kommt, man merkt es jetzt in der 4. Liga, Flaschenhals in die 3. Liga, aber dein Kader ist bereit dafür und ich würde auch sagen, nach dem Feedback werden wir da nochmal ein bisschen ganz kurz drüber reden, weil ich glaube, du hast auch gerade Zeit und Bock, soweit ich das rausgehört habe, einfach noch ein paar Fragen zu beantworten oder zieht's? Na, aber selbstverständlich gerne, gut. Immer. Dann würden wir da jetzt ein bisschen drüber gehen. Mehr bis so deine Interview-Session auch mit den Usern, das haben wir schon angefangen. Boone hat es ja auch gerade eben nochmal geschrieben. Zwar hat dein MW stagniert, aber du hast halt extrem deine Skills durch die krassen Spiele halt auch gepusht. Tatsächlich, das hatten wir neulich ja schon mal ganz kurz ausgewertet, scheint es so zu sein, dass die Skill-Ups in den höheren Ligen auch mit weniger guten Noten möglich sind. Und deswegen würde ich gar nicht so sehr sagen, dass die stark gepusht wurden durch die guten Spiele. Na klar, die hatten dann in Folge sehr, sehr viele gute Spiele. Aber ich sehe jetzt auch, dass man in der 5. Liga mit schlechteren Noten ähnliche Skillung hinbekommt. Und von daher denke ich, obwohl ich kann die 5. Liga natürlich noch nicht komplett bewerten, weil ich jetzt noch keine schlechte Phase drin hatte. Hast ja gesehen, 6 Spiele, 5 Siege. Aber ich glaube gar nicht so sehr, dass das den Kader so sehr gepusht hat, weil das sind ja dann doch immer nur mal einzelne Skill-Ups, die man da pushen kann. Ich weiß, Olli spricht dann von den Einzelspielern, die mal 5 oder 6 Skills machen, was machen die auch nicht jedes Spiel? Und wie viele Skills werden das in der Saison pro Spieler sein? Ich denke, wenn du da einen Spieler hast, der 30 Skills in der Saison schafft durch gute Spiele, wäre das schon extrem viel. Und letztendlich sind das auch nicht so viele Prozent und pusht den Kader nicht so enorm. Ja, ich glaube, 6. Liga ist da echt auch ein bisschen schwieriger. Ich glaube, wenn du solche Spiele in der 4. oder 3. Liga hättest, wäre das nochmal krasser gewesen, glaube ich. Also auch jetzt in der 5. merkt man das schon eher, dass da die Skills auch im Spiel ein bisschen zunehmen, wenn man gut spielt natürlich. Aber ich glaube, wenn man 4. oder 3. Liga ist, merkt man das nochmal ein bisschen mehr. Und ja, ist, glaube ich, da hast du, glaube ich, auch recht, dass es nicht so krass ist, wie man sich das vielleicht vorstellt, vor allem in der 6. Liga auch. Ja. Und das gilt es im Übrigen, Tai, für unsere Gruppe und natürlich auch für alle anderen, ihr dürft euch gerne beteiligen, festzustellen, ist es so, dass man in den niedrigen Ligen mehr Skill-Ups macht oder schafft man es in den höheren Ligen auch mit weniger guten Noten trotzdem Skill-Ups zu generieren? Das ist eine tatsächlich spannende Frage, die gestellt werden muss, weil irgendwann müssen wir uns ja alle mal fragen, welche Liga wollen wir alle spielen? Wie wollen wir dauerhaft in der Liga bleiben? Welche Liga ist am besten? Zum einen natürlich, um Geld zu generieren und zum anderen, man kann halt dauerhaft wahrscheinlich nicht in Liga 1 spielen, weil es einfach zu kostenintensiv werden wird. Das ist meine Voraussage für die Zukunft und deswegen muss sich da jeder Gedanken machen, wo will ich denn langfristig spielen? Ich sag mal, auf einem gewissen Grundniveau. Das hättest du mich jetzt sicher gleich gefragt. Ja, Ziel ist erstmal für mich Liga 3. Ja. Anzustreben. Liga 3 will ich dann auch dauerhaft bleiben und wenn ich dann Richtung Aufstieg Liga 2 gehe, da werde ich mir dann schon genau Gedanken machen, will ich das jetzt eigentlich, will ich in Liga 2 spielen oder will ich in Liga 3 bleiben, um
Geld zu generieren, um mein Team weiterzuentwickeln und dann irgendwann in der Spitze lieber nicht einmal in der Liga 2 zu spielen, sondern lieber einmal Meister werden und dann wieder zurück in die Liga 3 und dann irgendwann wieder den Angriff auf die Meisterschaft zu wagen. Weil das ist natürlich der Traum jedes Users, muss es sein, ich werde Online-Ligameister. Ich bin tatsächlich, ich zu dem, zu diesem Thema bin ich tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen. Es wird Auf- und Absteiger geben. Ich finde es aber besser, wenn in der ersten Liga man sich auch etablieren könnte als Mannschaft. Wenn man es wirklich hinbekommt, finanziell und auch vom Kader her, dass man sich etablieren kann. Dass es nicht wie in manch anderen Managern ist, dass man ständig dieses Hoch und Runter gehen muss, um ganz oben mitzuspielen. Das Gut, fände ich besser tatsächlich, dass man sich ja, etablieren schade. kann. Ne? Aber Es wird welche geben, die werden sich in der ersten Liga etablieren. Da gibt es keine Frage, weil das werden immer die sein, die im Mittelfeld mitspielen. Aber es wird auch so, wie aus anderen Managern bekannt, immer so sein, wenn du wirklich ganz oben mitspielen willst, wirst du dafür zu viel Geld brauchen und das kannst du nicht dauerhaft halten. Es wird Menschen geben, die werden, vielleicht ist der Olli so einer, also der Moonlight, der sich da oben auch halten kann in der Liga 1, aber in der Spitze schaffst du es nicht auf Dauer, kannst du nicht schaffen. Deswegen brauchst du dann immer halt, ich sage mal, so kleine Anläufe. Und da würde ich auch jedem empfehlen, wählt nicht die Liga 4, wo ja anscheinend der Flaschenhals dann herrschen wird, sondern wählt die Liga 3. Wenn ihr da irgendwie die Chance habt, dann dauerhaft zu bleiben, steigt da nicht weiter ab, weil von Liga 3 in Liga 2 in Liga 1, von 4 auf 2 auf eine Liga, da wird es immer Aufsteiger geben. Und 2 im Schnitt in jeder Liga. Ich glaube auch, also das, wenn man mal in der dritten Liga ist und sich da etablieren kann, hat man gute Chancen, dass man auch in die erste hochkommt. Wenn man in der vierten Liga ist, sind die Aufstiegschancen halt viel geringer. Das ist auf jeden Fall der Flaschenhals und das ist auch so beabsichtigt natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss es halt nur jedem bewusst sein. Aber auch Zukunftsfrage noch an dich. Stadionbau, hast du ja schon gesagt, so nächste Saison, wenn du aufsteigen solltest, wäre es auf jeden Fall eine Option für dich. Ja, also Ist es. interessant bei mir ist natürlich, man muss sehen, dass wann die Spielerverträge im Schnitt noch laufen. Und die laufen natürlich bis zum Ende der Saison 5. Das heißt, ich muss mir auf jeden Fall Gedanken machen, wie soll es weitergehen. Wenn ich die Saison aufsteigen sollte, dann muss es natürlich so sein, dass ich die Verträge vorher verlängere, oder eben gar nicht verlängere für die Spieler, die ich dann verkaufen will. Das heißt, allerspätestens Ende der Saison 5, lieber früher, muss ich dann verkaufen. Die Frage ist halt, die man sich dann stellen muss, geht man das Risiko ein, versucht, wenn dann diese Saison ein Aufstieg klappen sollte, dann auch gleich nochmal in Liga 4 anzugreifen. Da muss man sich dann wirklich genau mit der Liga beschäftigen. Oder verkauft man dann vorher, um in der nächsten Sommerpause den Stadionbau natürlich voranzubringen. Und ich denke, sollte es so sein, oder dass ich es jetzt schaffe, aufzusteigen, dann werde ich wahrscheinlich zumindest nochmal eine halbe Saison abwarten mit den Verkäufen. Falls dann der Bedarf ist, um dann nochmal weiter Marktwerte zu pushen, weil wir haben ja gerade gesehen, das sind alles sehr, sehr gute Spieler und ich glaube, da kann ich noch einiges an Marktwert pushen, weil der Marktwert ist im Moment bei 1,1 Millionen. Wir haben gesehen, das sind teilweise noch junge Spieler, da kann man noch viel mehr rausholen und zumindest die erste Tribüne sollte drin sein. Es Aber auch ist. ich hab geldlich natürlich noch ein bisschen, Entschuldigung, dass ich immer Ne, so ein kannst bisschen ja. aushole, geldlich natürlich einen großen Puffer. Da liegen 700.000 auf der hohen Kante, die zum Traden genutzt werden können, die für den Stadionbau genutzt werden können und alles weitere. Also es ist alles möglich. Aber für mich ist auch wichtig, ich werde mich nicht an die Grenze bringen mit einem Stadionausbau, sondern werde auf jeden Fall eine Reserve bilden für weitere Trades, weil ich will nicht meine Mannschaft leer machen und dann dastehen mit einem Mit Dispo, so wie es jetzt alle Mannschaften runtergelassenen gemacht Hosen, haben, sondern ich will weiter traden können. ne? Ist halt die Frage immer, ne, was für ein Ziel hat man? Manche wollten halt wirklich unbedingt das Stadion bauen und das kann man auch tun. Ist eine super Strategie auch, dass man halt jetzt danach auf jeden Fall geldmäßig gut dasteht, weil die haben jetzt durch das Stadion halt innerhalb der Saison sehr viel Geld, können Spieler einkaufen, können traden. Das muss man halt auch sehen. Also, wer es so früh geschafft hat, wirklich nach Saison 3 ein Stadion zu bauen, der hat jetzt halt auf lange Sicht einen Vorteil. Wer es aber halt jetzt nicht geschafft hat, so früh eins zu bauen, der muss sich halt überlegen, okay, möchte ich das jetzt wirklich bauen? Macht es Sinn, sportlich weiterzukommen? Macht es überhaupt Sinn, meinen Kader jetzt schon zu verkaufen? Oder macht in 3, 4 Jahren vielleicht sogar mehr Geld, weil ich höhere Marktwerte habe, weil ich besser dastehe, weil ich mit dem Kader aufgestiegen bin? Es ist bei mir auch eine ähnliche Geschichte tatsächlich, was das angeht. Ich habe auch viele Spieler, die 21, 22 sind. Die haben Verträge bei mir aber mittlerweile bis Saison 8. Weil ich die halt verlängert habe jetzt in der fünften Liga, weil ich nicht wusste, ob ich aufsteige oder nicht. Und ich wollte unbedingt die Verträge verlängern, bevor ich in die vierte Liga komme. Und das war halt mein Hauptgrund, warum ich verlängert habe. Das wäre jetzt auch eine Frage dann noch an dich, wenn wir gleich dazu, noch dazu kommen.
Das Wichtige ist tatsächlich, sich sportlich halten zu können und das Stadion dann irgendwann zu bauen, finde ich. Weil wenn man dann in der vierten Liga ist, wenn man sogar in die dritte vielleicht das noch schafft und das ist mit einem Kader auf jeden Fall möglich, dann kann man ja überlegen, okay, dann fange ich in der dritten an mit dem Stadionbau. Dann habe ich zwar ein Jahr weniger Einnahmen, dafür bin ich aber in der dritten dann etabliert und habe mehr Geld und kann vielleicht ohne Verkäufe sogar das Stadion bauen. Ne? Das ist immer die Sache. Und es steht sportlich gut da und hat das Stadion. Das ist halt immer die Überlegung da hinten dran. Ja, Verträge, das wäre jetzt meine Frage. Wenn du jetzt aufsteigen solltest, würdest du deine Verträge dann diese Saison nochmal verlängern? Die große Krux an der Sache ist, denke ich, die Qualifikation, weil tatsächlich müsstest du ja, bevor du dann weißt, dass du aufgestiegen bist, deine Verträge schon verlängern. Und die Qualifikation ist für mich ja echt schwierig dann. Du weißt auch nicht, ob du tatsächlich aufsteigst, aber müsstest eigentlich deine Verträge ja schon verlängern, weil nicht, dass dann am nächsten Tag die Liga Genau. feststeht. Das ist echt richtig schwierig. Also ich werde da gucken, wo ich am Ende der Saison stehe. Werde mir dann wahrscheinlich angucken am Tag X, falls es dann zum Qualifikationsspiel kommen sollte, wird es eine Mannschaft geben, die ich sehr wahrscheinlich schlagen kann, wenn ich sie sehr wahrscheinlich schlagen kann und damit ein Aufstieg wahrscheinlich wird, dann werden sie verlängert. Wenn ich es eher für weniger wahrscheinlich halte, dann werde ich wahrscheinlich noch eine Saison die ganz niedrigen Verträge halten, weil die sind ja alle bei 5K und werde dann überlegen, wie ich weitermachen will. Also das wird ganz, ganz spannend werden für mich am Ende der Saison, wie ich jetzt weiter fortfahren will. Also sowohl mit Stadion als auch mit den Verkäufen, weil du hast ja gesehen, ich habe ein paar Perspektivspieler drin. Vielleicht verkauft man auch nur die Perspektivspieler, weil Boone hat das gerade angesprochen im Chat. Nicht den Stammkader opfern, sondern vielleicht nur einzelne opfern. Und wenn dann der eine oder andere Perspektivspieler jetzt nochmal richtig vom Marktwert steigt, ist es auch möglich, nur über Perspektivspieler an Stadion zu kommen. Gegebenenfalls bloß vielleicht auch den einen Torwart, den du angesprochen hattest. Ja, also das ist eine gute Frage, wie das mit den Verträgen weitergeht, aber das muss ich dann wirklich individuell am Saisonende entscheiden und werde das mit so ein bisschen Bauchgefühl, denke ich, machen. Kopf und Bauch müssen da zusammenpassen und dann schauen wir mal. Ich bin halt gerade am Überlegen, weil ich habe es tatsächlich entschieden letzte Saison, dass ich verlängere, weil ich einfach gemerkt habe, der Unterschied ist nicht so groß. Das ist auf den Kader gerechnet, dadurch, dass ich halt nur meine Stammelf eigentlich groß verlängern muss und sonst eigentlich alles andere mögliche trade oder halt ne, so ein paar Stammspieler plus Backup-Spieler und der Rest ist halt Trading-Material meistens oder halt Fördermaterial, das vielleicht mal zu Stammspielern wird. War das recht einfach bei mir zu entscheiden, weil das sind dann am Ende bei mir nur 10.000, 15.000 € mehr gewesen. Vielleicht auch 20.000 €, wo ich gedacht habe, komm, wenn ich jetzt Dritter bin und ich wirklich noch irgendwie aufsteigen soll oder Quali spielen, aufsteigen, dann verlängere ich es jetzt, weil auf die 15.000, 20.000 € bin ich jetzt nicht angewiesen. Ist halt ein Spieler weniger, den ich einkaufen kann, aber ich kann das Geld eh nicht ausgeben, weil, ja, habe es dann lieber verlängert und bin halt das Risiko gegangen. War im Nachhinein natürlich nicht die richtige Entscheidung, weil ich gar keine Chance zum Aufstieg hatte. Hätte vielleicht warten sollen bis zum Tag, aber ich habe dann einfach gesagt, komm, ich will die eh lange spielen und bis ich die verkaufe, also meine Stammelf vor allem, die werden erst verkauft, wenn ich wirklich vierte Liga bin, wahrscheinlich eher erst in der dritten, weil die halt noch viel zu jung sind, als dass ich die jetzt schon verkaufen möchte und die viel zu gut sind. Weil wenn ich da Ersatz kaufen möchte, dann ist der fast genauso teuer wie die, wenn ich meine Spieler behalten würde. Ne? Also von Genau, daher. und bis wir adäquaten Ersatz irgendwann mal auf dem Markt finden mit dem Alter, da werden noch ein paar Saisons vergehen, weil ich glaube, dass daher von dir als nächste Frage kommt das Thema NLZ. Dann wissen wir, dass es mit den NLZs wahrscheinlich noch ein bisschen dauert, bis da adäquater Ersatz für die Teams generiert werden kann, weil die NLZs halt eben doch noch nicht, ja, ich sag mal, das abwerfen, Ja, was wir uns schönes alle erhofft Thema. haben. Schönes Thema, oh ja, das mit den NLZs. Also das ist immer dieses Ding, die Leute versprechen sich, glaube ich, zu viel von den NLZs. Und meine Vorhersage war ja, dass es erst in 5, 6 Saisons soweit ist, dass die NLZs wirklich viel bessere Spieler rausbringen, die dann auch, also nicht rausbringen, sondern dass dann die ersten Spieler, die aus dem NLZ rausgekommen sind, funktionieren. Also es dauert so ein, zwei Saisons, bis man merkt, dass die Jungs aus dem NLZ ganz gut sind. Und ich denke, wie gesagt, in 3, 4 Saisons kommen wahrscheinlich die ersten raus, die richtig gut sind, die besser sind als der Startkader. Also die besten Spieler aus dem Startkader. Und dann nochmal so 2, 3 Saisons, bis es dann wirklich losgeht. Und dann sind wir schon in der Saison 10 fast. Also sogar weiter. Nein, da sind wir in Saison 10 ungefähr. Ich glaube, bis dahin wird es auf jeden Fall dauern, bis die NLZ-Spieler so viel besser sind als der Startkader. Weil der Startkader wird sich ja auch noch entwickeln. Ne? Das ist so meine Genau, und Meinung. das bleibt halt abzuwarten, dass man da nicht den Punkt verpasst, wo man seine Spieler noch verkaufen kann, aber auch schon dafür sorgt, dass man frühzeitig Nachwuchs generiert. Und das muss ja dann Nachwuchs sein, langfristig, der
halt irgendwo nicht aus anderen Kadern kommt, sondern aus den NLZs der anderen Kader kommt. Mhm. Und da muss man dann mit Argusaugen hingucken, weil viele Spieler werden dann wahrscheinlich auch noch gar nicht gespielt haben. Ja. Dass man dann wirklich in die Feinbewertung gehen muss, sich die einzelnen Spieler besser angucken muss, so wie du es ja jetzt schon für deine... Ich übe jetzt schon. Ja, ich übe jetzt schon mal genau dafür. Genau. Ja, ich gucke mir die Entwicklung an und weiß jetzt schon ungefähr Schnittwerte und so, wo ich drauf achten muss. Und das, wenn die auf einmal höher sind bei einem Spieler, dann weiß ich genau, den muss ich kaufen, weil der ist halt einfach besser wie alles, was ich bisher gesehen habe. Das ist dann einfach so. Aber die muss ich auch erstmal finden, die Spieler. Also das Schwierige ist nicht, die Spieler zu bewerten, sondern die Spieler zu finden, finde ich. Obwohl Teige finden ja auch, so wie gestern, auch mal den gleichen Spieler. Ja. Da auch völlig kontrovers über den Transfermarkt gehen. Hast du eigentlich schon mal gezeigt, wie du tradest, beziehungsweise was du auf dem Transfermarkt suchst, dass du einfach mal so eine Transfermarkt-Session hast? Eine richtige Transfermarkt-Session nicht. Es gibt jedes Mal so ein bisschen, was ich jetzt gerade eingekauft habe zum Beispiel. Ich habe immer so eine halbe Stunde im Stream, wo ich ein bisschen über meine Mannschaft rede und was ich so bisher getan habe. Auch heute habe ich wieder über meine Einkäufe geredet, warum ich die gekauft habe. Und dass manche davon auch ein Risikoeinkauf sind, weil ich einfach nicht weiß, wie die sein werden, weil es halt Jugendspieler sind aus dem Sommer und die haben noch keine Skill-Ups so wirklich. Also ja, ich zeige es immer mal wieder im Stream, wie ich trade. Und man sieht es auch in der Transfer-Historie. Aber so richtig, nach was ich suche, ich glaube, Fritz Schmitz hat das eine ganze Zeit lang ganz gut gewusst. Zum Beispiel, er hat immer meinen Spieler gefunden. Aber das habe ich noch nicht gemacht, wie ich jetzt filtere oder wie ich da vorgehe. Das habe ich bisher noch nicht in einer Session gemacht, nein. Ja, okay, das will man natürlich auch nicht ganz verraten, nein. Weil nicht, dass mehr Leute noch auf die gleichen Ideen kommen, weil man hat sich ja vielleicht was dabei gedacht, welche Filter man setzt, wie man die setzt. Ich habe davon schon einiges verraten, wie ich es mache. Deswegen ist das vielleicht auch abwegig, eine komplette Transfermarkt-Session zu machen, wo man über den Transfermarkt geht und sich wirklich Spieler anschaut und einzeln durchgeht, obwohl es, glaube ich, für viele auch wirklich mal interessant wäre, das zu sehen, was man sich denkt, wie das im Kopf funktioniert dann. Ich habe tatsächlich mal mir überlegt, ein Video zu machen, genauso dazu, nicht wie man jetzt filtert und so, das muss ja jeder für sich auch entscheiden, sondern welche Strategien es eigentlich derzeit gibt auf dem Transfermarkt. Ne? Da gibt es ja die High-Stake-Trader, die halt die teuren Spieler einkaufen, um sie dann im Marktwert zu steigen und später wieder zu verkaufen. Das sind für mich halt die High-Stake-Trader, weil die halt einfach nur darauf setzen, dass ihre Spieler sich entwickeln und teuer einkaufen gehen und das Geld, das sie investieren, verdoppeln wollen oder noch mehr rausholen wollen. Das hat man am Anfang vor allem erlebt. Viele, die halt hohe Gebote abgegeben haben und dann halt vom Markt profitiert haben, der halt immer weiter gestiegen ist. Da gibt es halt die Jungs wie ich, die halt auf junge Spieler setzen, die entwickeln wollen durchs Training, die versuchen, so günstig wie möglich zu kriegen, versuchen vorher schon zu sehen, ob das einer ist mit Talent. Das sind so die Jugendtalent-Trader. Dann gibt es welche, die spielen halt so ein bisschen Mischmasch. Leute, die übers Gehaltsgebot gehen, gab es ja auch viele früher, die gibt es jetzt weniger, weil es einfach. Ja, viel... ja auch, ne? Ja. Und was gibt es noch für Strategien? Dann gibt es noch spezielle Spielerarten zu traden. Ja, Torhüter-Trading oder Stürmer-Trading oder. Na, da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, sich da nochmal zu spezialisieren. Trading ganz schön komisch finde. Also da gibt es ja den einen Kader, der da wirklich so viele Torhüter drin hat. Das finde ich persönlich irgendwie, weiß ich nicht, damit habe ich Bauchschmerzen, weil ich habe halt das Gefühl, man kann da nicht wirklich viel entwickeln bei den Torhütern. Also dann für euch als Tipp, natürlich OM und STs, vor allem STs, sind natürlich im Marktwert stark zu pushen. Die müssen gute Spiele bringen, aber wenn sie die dann auch bringen und man da ordentlich geguckt hat vorher, dann ist da viel zu machen und deswegen kann ich das nur empfehlen, wenn man wirklich das Trading, keine Trading-Spieler sucht, die schon auf einer gewissen Stärke sind, dann sollte man vielleicht Richtung OMST gucken. Das ist auf jeden Fall eine der Positionen, die wichtig ist, weil OMs und STs brauchst du viele tatsächlich. Was ich jetzt merke, gute AVs, also AVs findet man viel, aber gute AVs findet man echt wenige, habe ich jetzt auch schon festgestellt für mich. Das ist auch so eine Position. IVs ist auch schwierig, weil da brauchst du auch gute Spieler in der IV und da gibt es auch, also rein von dem, dass sie gut sind, gibt es halt wenige Spieler auf dem Markt, IV-Markt, finde ich. Ja gut, es gibt, ich finde, von allen Sorten, also wenn man wirklich nach gewissen Filtern schaut, dann gibt es wirklich von allen Spielersorten, also egal auf welcher Position, relativ wenig, die da angemessen sind. Und wir hatten ja von meinem Kader durchgesprochen, so, wenn du wirklich auf gewisse Skills achtest und da Mindestwert schon einsetzt,
dann wird es halt wirklich sehr Ja. begrenzt, das Angebot. Aber ich finde meistens, wenn ich wirklich nach Ersatzspielern zu oder Backup-Spielern, finde ich halt 5 oder 6 Spieler auf dem Markt, das war's. Für die Position, die ich halt gerade so. Das ist echt Ja, krass. genau. Aber gut, im Genau. Moment auch. Es ist halt keine Sommerpause oder so. Das ist während der Saison ist schon schwieriger. Genau, und Ja. letztlich schaut man sich ja dann auch immer an, wie sind die Gehaltsgebote schon, Ja. was bekommt der Spieler im Moment schon. Und dadurch fallen meistens nochmal zwei, drei Spieler aus und dann bleiben halt noch nur zwei, drei übrig, die man dann tatsächlich auch tagsüber mal verfolgt. Und wenn man die dann tagsüber verfolgt, dann merkt man schon oft, okay, das geht jetzt in einen gewissen Bereich, den ich nicht weiter verfolgen will. Oder ich kann ihn mir doch vorstellen und biete dann mit. Und macht dann, ich glaube, Tai, du bist ja nicht oft in der letzten Sekunde dran, aber ich bin ja einer derjenigen, die dann wirklich 2 Sekunden vor Ende nochmal ganz kurz reinklicken und einige hier immer zum Schreien bringen, wenn sie dann doch nicht das Höchstgebot am Ende haben. Ich bin tatsächlich mittlerweile sehr nah dran am letzten Minuten bieten. Ich habe jetzt gerade eben auf einen geboten, weil der läuft auch gleich aus. Aber den werde ich nicht kriegen, weil vierte Liga ist mit drin. Obwohl ich das Gefühl habe, dass das ein wenig beschränkter Dritte wurde. Liga. Also, dass man jetzt auch mit einer kleineren Liga ja, schon schneller näher rankommt. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber anscheinend Haben ist sie das wohl so. geändert? Also, dass die Vermutung ist, dass sie das geändert haben. Ja, Krass, da das. kam jetzt zum Schluss FCNN noch natürlich mit rein. Das ist auch so einer, der fällt auf dem Transfermarkt halt einfach auf, ne? Ja, da gibt es einige, die auffallen, immer wieder. Der kam jetzt rein mit dem 31.000-Euro-Gebot nochmal. Vielleicht bleibt er sogar als einzige stehen, wenn ich mir hier so mal deine Gebote anschaue. Moment, der Viertligist könnte mal rein, der FC Koblenz Na, ist vielleicht. nur FCNN. Da wird sich halt jetzt auch der Typ, der ihn reingestellt hat, das ist halt auch blöd, den nicht zum vierfachen Marktwert reinzustellen. Also, na, kriegt halt nur 13.228 €. Aber auch der FCNN ist einfach jemand, der alles richtig gemacht hat. Der spielt in der Ja. entsprechenden Liga, der führt seine Trades genauso durch, wie ich es auch durchführen würde, wenn ich die Liga hätte. Weiß ja auch einer der Gehaltsbieter gewesen und den kriegt er auf jeden Fall auch für das Gehalt dann wieder verkauft, weil wir steigen ja alle insgesamt im Gehalt weiter. Da werden es noch einige ein bitteres Erwachen haben und er macht alles richtig. Bei dem Spieler hätte ich vierfach MB reingestellt, weil der ist gut. Den hätte ich und vor allem du hast ja Zeit, innerhalb der Saison hätte ich den immer erstmal für vierfachen Marktwert reingestellt. Das ist auch sowas beim Trading. Seid geduldig. Das ist das Wichtigste am Trading. Habt Geduld, kauft nicht jeden Spieler sofort. Sucht euch die Spieler raus. Und wenn ihr was anbietet, dann macht es auch während der Saison von mir aus, was auch gut ist, aber dann bietet zum Maximum an, was ihr haben könnt oder wollt. Na, so ein Spieler wie der hier geht jetzt für 13.587 € weg, weil der FC Augs, wer auch immer das ist, vielleicht ist er nicht mehr aktiv, einfach ihn angeboten hat während der Saison, obwohl er noch, keine Ahnung, wie viel Zeit er hat bis zur Winterpause, es sind noch 10 Spieltage. Er hat noch ewig Zeit, er kann jeden Tag diesen Spieler reinstellen für Max geboten. Wenn er dafür verkauft wird, kriegst du halt das Geld. Ich habe ihn jetzt nicht bekommen, ist schade. Ich finde es auch krass, dass 5.000 € Unterschied zur vierten Liga gereicht haben für 3 Jahre. Gut, der hat 5 Jahre geboten. Da sind es 7.000 €. Das ist schon krass, der Unterschied. Ne? Der FCNN hat jetzt halt einen krassen Spieler bekommen, den ich mir auch rausgesucht hatte. Schade drum. Ich hatte noch überlegt, kurz zu erhöhen auf ein höheres Gehalt, aber es war jetzt tatsächlich, die 26,5 sind so bei mir knapp über meiner Grenze. Deshalb, ne, man muss halt sich immer überlegen, man muss Geduld haben und nicht einfach sagen, oh gut, ich möchte den verkauft haben. Ja, dann, ich mache es auch in der Winterpause so, wenn es halt die ersten 2 Tage nicht verkauft wird, dann gehe ich erst am letzten Tag runter, wenn ich ihn unbedingt loshaben will. Aber nur dann. Und wenn ich ihn nicht loshaben will, dann bleibt er halt noch eine Saison oder eine halbe Saison. Genau. Übrigens, Elbusa, guten Abend. Du hattest dich ja gefreut darüber, dass du gegrüßt wurdest. Jetzt grüße ich hier sogar die Stimme, die mit Tai unterwegs ist. Und du hattest auch gefragt, wer hier die Stimme ist. Das ist natürlich der Manager, der gerade bewertet wurde. Guten Abend, ich bin der Insu. Der Loser wird auch immer schön begrüßt, bloß hatte ich jetzt noch keine Zeit dafür, deshalb auch von mir Grüße. Auch an dich, El Loser. Ist auch ein treuer Zuschauer hier. Ja, krass, also ich muss schon sagen, na schade, der Boris Sakom, den hätte ich gerne noch gehabt, das wäre so ein Stürmer gewesen. Naja, so ist es halt. Ich hatte noch einen Wecker auf dem Handy sozusagen, wo ich halt gewusst, der läuft jetzt gleich aus und habe ihn halt schnell geboten, aber naja.
Aber so ist es halt. Ich habe jetzt noch zwei Gebote, die werden eh alle zu teuer. In einer Stunde 33 läuft einer aus, der ist schon bei 50.000 Euro Höchstgebot gehalten, weil alle, die vereinslos sind, irgendwie anscheinend Multimillionäre werden sollen. Weil das ist brutal, was die Leute für ein Gehalt bieten bei diesen Vereinslosen, ne? Also da kann ich jetzt schon raus. Hatten wir das nicht auch gestern das Thema? Teil. Wir nicht, Oder nein. Wohnen, weil ich gesagt habe, zu irgendjemandem habe ich jetzt die letzten Tage gesagt, das ist echt krass, dass die vereinslosen Spieler mit Abstand die höchsten Gehälter erzeugen. Ja, weil die halt direkt kommen und die Leute, die halt die haben wollen, wissen, sie kriegen ihn direkt und brauchen vielleicht Verstärkung jetzt, ne? Naja, und man weiß halt immer, zu 0 Uhr kommen halt viele Spieler. Man kann sich das angucken kurz vor 0 Uhr und weiß, da kommt halt eine ganze Menge. Ja. Das macht halt einfach. Ja. Ich hatte es am Anfang der Saison, weil da lief es jetzt mit bei Sensinho und mir lief es ja nicht so gut. Bei Sensinho auch, der hat auch keine Tore geschossen, wie bei mir auch. Und er war halt schon wieder am Suchen nach Stürmer. Ich habe zu ihm erstmal gesagt, ey, das sind erst zwei Spieltage, mach mal ruhig. Und im Nachgang hat es sich halt auch für ihn gelohnt, dass er Geduld hatte, ne? Dass er einfach gewartet hat, bis seine Mannschaft vielleicht auch mal drei, vier, fünf Spieltage gespielt hat. Und heute hatten wir es tatsächlich drüber, genau darüber, dass er hat sich damit gedacht, hey, Tai, Dankeschön, dass du mich da ein bisschen zur Geduld ermahnt hast, weil sonst hätte ich jetzt tatsächlich einen Spieler gekauft gehabt und es wäre gar nicht nötig gewesen. Und das ist, glaube ich, an so einem Manager das eins der wichtigsten Dinge, Geduld zu haben. Ne, das ist für mich auch so. Manchmal tue ich auch Dinge, wo ich denke, ah, warte mal lieber, wie mit den Verträgen, da hätte ich auch warten können, hätte ich jetzt 20, 30.000 Euro mehr in der Saison. Ja, gut, ist jetzt kein Beinbruch, aber manchmal muss man einfach Geduld haben, ruhig bleiben, seinen Plan verfolgen und nicht einfach von jetzt auf nachher etwas entscheiden. So, meine Meinung. Was sagst du dazu? Ja, ich sage ganz klar, der Bauch darf beim Traden nie so richtig entscheiden, sondern das muss der Kopf sein. Ich muss mir Gedanken machen, was suche ich eigentlich für einen Spieler, was brauche ich für meinen Kader oder was suche ich an Trades. Und so wie es auch bei eBay ist, sich vorher schon Gedanken machen, was will ich maximal zahlen, das dann auch einstellen und dann ist auch alles gut. Und ich bin damit sehr gut gefahren bisher in der Trading-Strategie und auch in der Entwicklung, was ja, wie gesagt, auch gerade bewertet. Bin damit sehr gut gefahren. Ich kann das nur jedem sagen. Macht euch Gedanken, schreibt euch das vorher auf, was ihr zahlen wollt, und dann erhöht einfach nicht mehr über das, was ihr euch vorher aufgeschrieben habt. Weil das ist so eine psychische Sache, die man dann lernen muss. Das ist meine Grenze. Bis zu der Grenze zahle ich und nicht weiter, und dann ist auch gut. Weil ansonsten klimpert man doch nochmal im Gehalt rum, zahlt doch nochmal 5.000 mehr und ärgert sich dann danach irgendwann auch, Mensch, für den zahle ich jetzt so viel Gehalt oder ich kriege den Spieler nicht mehr los. Das wäre das Allerschlimmste. Deswegen vorher und ja, mit Bedacht, so wie du es schon gesagt hast. Ja, und damit, ja, weil Frisch es gerade angesprochen hat, ja, ich habe auch von einem Vereinslosen geboten, habe halt mein Limit. Also bei mir ist das Limit tatsächlich für Spieler, die mir super schnell weiterhelfen oder super weiterhelfen, wie für Filler, ist meine Grenze bei 35.000. Ich habe 35.000 Euro und eins geboten, weil irgendjemand 35.000 noch hatte. Ich bin damit auch in die Auswahl gekommen tatsächlich. Leider war einer mit 40.000 Euro dabei, der halt am Ende dann den Transfer bekommen hat. Ich war in der Auswahl mit drin. Und das ist für mich tatsächlich die absolute Obergrenze, wenn ich trade, 35.000. Okay, 1 Euro mehr hin oder her. Das habe ich dann nur gemacht, weil ein gleicher auch 35.000 Euro geboten hat. Aber mehr gehe ich dann auch nicht. Also das ist tatsächlich für mich meine Grenze. Und davon kann ich auch maximal ein, zwei Spieler im Verein haben, die so viel verdienen. Mehr geht halt nicht. Weil meine anderen Kosten sind halt niedriger. Also für mich kein mega, mega Gehalt, sondern es ist halt einfach nur, ich gehe ein bisschen über mein Limit drüber, das ich in dieser Liga habe. Wenn ich aufsteigen sollte, deshalb ist es egal, weil dann würde der eh so viel verdienen. So für mich jetzt gerade der Punkt. So echt krass, dass wir hier jetzt mittlerweile schon über Spieler in der 5. Liga für 35.000 Gehalt sprechen, weil wenn wir mal sehen, was die Sponsoren so auszahlen und davon ausgehen, dass viele einfach noch nicht das Stadion haben, dann ist das schon eine ganze Menge, was da reingehauen wird und was dann langfristig natürlich nicht dazu führen wird, dass man das Stadion gleich bauen können wird. Muss man schon ganz genau überlegen, Genau, was man man da muss sich eigentlich überlegen, zahlt. ob man das tun möchte. Wie gesagt, 35.000 ist bei mir die absolute Limit und das wäre auch der einzige Spieler, weil ich genau da die Lücke habe. Der wäre halt super, der wäre perfekt gewesen für das, was ich brauche. Das ist ein Rechtsfuß, Schnelligkeit, Technik, Schusstechnik, Schusskraft, Kopfball, Zweikampf, Taktik. Der ist halt super genau das, was ich gesucht habe. Wenn ich ihn halt nicht, der hätte mir jetzt weitergeholfen, der hätte wahrscheinlich dafür gesorgt, dass ich auch besser rotieren kann und dass ich wahrscheinlich auch dann besser auf den ersten Platz mitspielen kann. Und wenn dann der Aber es ist Aufstieg schon kommt, deshalb ist okay. Wenn nicht, war es halt ein bisschen verspekuliert, dann ist halt so.
Ist schon krass, dass du tatsächlich bis 35.000 oder dass du bei 35.000 deine Grenze hast, Ja, da habe weil ich meine wenn du Grenze. meinen Kader mal durchklickst, ich hatte immer die Grenze 25k. Eigentlich sind 20k und wirklich nur, wenn ich einen ganz besonderen Spieler sehe, der super entwicklungstüchtig ist, so wie der Schöne, dass ich wirklich mal auf 25k hochgehe. Aber ich habe schon Bauchschmerzen, wenn da wirklich eine 3 vorne steht. Das ist schon krass, dass du da nochmal sogar 10k mehr hast. Ja, vielleicht ist es auch daran geschuldet, dass ich mittlerweile halt meinen Jungs auch mehr bezahle und einfach ich sehe das Gehalt jetzt gerade nicht, ich sehe nur den Marktwert. Da müsste ich jetzt den Spieler durchklicken bei dir. Ist tatsächlich dem geschuldet. Also ich weiß, dass mein bester Spieler gerade 17k verdient. Also aus meinen Jungs, denen ich den Vertrag verlängert habe. Aber der wollte schon in Liga 6 irgendwie 12k haben. Also der wollte in Liga 6 schon 12k. Deshalb, ich kann mir so einen Spieler auch nur ein oder zwei leisten, aber auch nur deshalb, weil meine sonstigen Gehälter halt nicht so hoch sind. Ne? Ich habe 240.000 Euro, glaube ich, Gesamt, du hast so einen Marktwert, boah, 1 Million Gesamtwert. Das kann ich mir halt nur leisten, wenn ich jetzt in meine Verträge gucke, habe ich 260.000. Also ich bezahle ungefähr 10.000 Euro pro Spieler. Ja, okay, das passt, weil ich bin auch nur, oder ich bin auch bei 240.000, also von daher kann ich mich da nicht beklagen, aber wie Genau. gesagt, also bei mir ist der Schöne der Höchste. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich dir schnell einen Screenshot schicke in der Übersicht. Glaube, das lohnt sich nicht, wenn wir das hier schon so offen angesprochen haben. Aber deshalb, ich sage, wie gesagt, bei mir sind es 10.000 Euro pro Spieler und das ist für mich das, wo ich gehe eher nach Durchschnittswerten. Wenn ich halt jetzt einen drin habe, der mehr verdient, das wäre jetzt halt auf 285.000 gestiegen, da wäre ich bei 12.000 Euro pro Spieler. Das wäre auch noch in Ordnung. Und für mich ist die Grenze nicht das einzelne Gehalt, sondern was kriegen denn meine Spieler im Schnitt? Und das wäre bei mir 15.000 Euro tatsächlich. Deshalb könnte ich mir jetzt noch einen leisten, der so viel verdient. Ja, aber schon krass, dass du das so rumbewertest, weil bei mir zählt da jeder einzelne Spieler und ich weiß gar nicht, ob ich für einen bereit wäre, so viel mehr wie für alle anderen zu bezahlen. Das muss dann schon Ausnahmetalent sein und der muss dann Barela oder Christen heißen, dass der da tatsächlich zum Zuge kommt. Also wenn das so ein Extremer ist, der meinen Kader wirklich weiterbringen würde, könnte, dann würde ich es mir überlegen, aber ansonsten muss der im Durchschnitt sein. Obwohl wir müssen auch sagen, wahrscheinlich wird es langfristig so sein, dass die OM und ST, über die wir vorhin ja gesprochen haben, dann auch deutlich teurer vom Gehalt werden. Ansonsten Ja. wirst du einfach keine Ahnung. Ja. Das ist auch so. Und ich sehe es auch so, bei mir ist die Grenze 35.000 deshalb, weil ich weiß, dass irgendjemand 40.000 bieten wird. Das ist sehr gut, ja. Ja, es ist tatsächlich, muss man sich halt immer überlegen, wo setze ich denn meine Grenze? Und bei mir ist die Grenze da, wo ich weiß, ich kriege ihn noch verkauft. Ja, du, Teil, andere setzen sich halt die Grenze. 80.000 habe ich schon öfter gemerkt und denken sich halt, da zahlt noch jemand 100.000, aber dann zahlt halt doch keiner. Ich habe doch jetzt schon den einen oder anderen Spieler gesehen, der ja jeden Tag drauf steht. Ja, man muss halt schon seine Grenze so setzen, dass es marktrealistisch ist, ne? Und man Ja, genau. muss drunter bleiben unter dieser Grenze. Und ich weiß auch, dass die 40.000 Euro, die ich jetzt gerade so als Grenze habe, und die 5.000 Euro Unterschied dahin, dadurch bedingt sind, dass es in der vierten Liga recht normal sein wird, dass du so 30, 25 bis 30, 40.000 bezahlen wirst für einen Spieler, ne? Und in der vierten Liga gibt es noch genug Vereine, die halt so Spieler dann suchen. Klaus meinte gerade, ja, man muss ja nicht nur das Gehalt bewerten, sondern tatsächlich ja auch NLZ-Kosten, Trainerstab kostet, dass da überall was dabei ist. Tai, keine Frage, da ist dann natürlich auch immer ja, zu prüfen, wie viel kann ich mir eigentlich leisten. Und zumindest die Saison sollte bei null enden. Das sollte uns allen klar sein. Es sei denn, ich habe dann halt Sonderausgaben, wie ich investiere. Ins NLZ oder investiere ins Stadion in der Saison. Ansonsten, also auch langfristig eine Planung mit Minus auf die Fixkosten ist, glaube ich, keine adäquate Planung. Ja, ist auch keine adäquate Planung. Also, ich habe meine 260.000 plus, gut, wie viel habe ich denn insgesamt Kosten? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig. Na, 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 da Ich jemand weiß es keine nicht Minus. aus, ich weiß es nicht auswendig, aber ich weiß, dass ich das, was jetzt hier oben steht, locker noch drin habe. Ich kann sogar noch 200.000 Euro ins NLZ stecken, dann komme ich auf null. Also ich habe knapp 500.000 gehabt und wenn ich jetzt noch 200.000, also ich habe ungefähr 3, ja, 200.000 noch ins NLZ stecke, dann bin ich ungefähr bei null. Bisschen drunter wahrscheinlich. Dann Zum hätte Teil ich will man den mein. Spagat nicht übrigens seinen Zuschauer befriedigen.
Der Frank gesagt, wenn Ty heute noch Bock hat, kommt vielleicht mein Kader. Jetzt frage ich mich gerade, ob ich jetzt lieber gehen sollte und den Frankie noch ranlassen kommen sollte oder ob du dann sowieso sagst. Und da ist er jetzt bestimmt auch schon gespannt auf Nee, die mit Antwort. ihm. Ich Heute habe eher nicht ihn mehr. heute, ich habe ihn tatsächlich im Chat noch nicht gesehen, aber wir jetzt sehr konzentriert waren. Also mit ihm war ausgemacht, dass auf jeden Fall nach 9 und er wusste nicht, ob er heute überhaupt kann. Aber wenn er heute noch Bock hat, gerne. Wenn nicht, würde er eh dann direkt am Sonntag dran kommen, wenn er Zeit hat oder Dienstag dann, ne? Das ist klar. Weil ich habe ihn ihm vorher schon geschrieben gehabt. Also Frankie, ist deine Entscheidung. Wenn du sagst, heute muss nicht unbedingt sein, dann würden wir da jetzt heute kein Kaderfeedback mehr machen. Aber wenn du heute willst, mache ich noch gerne eins. Also ich bin da Ja, offen. der Fritz würde auch heute noch ein Kader-Feedback nehmen, glaube ich. Der würde, glaube ich, jede Sendung gerne ein Kader-Feedback von dir haben. Nein, der will ja nie. Ich frage ihn immer. Und er sagt erstmal nein, heute nicht. Ach so. Habe ich auch lang genug gesagt. Gute Nacht, Hoho Star, also Fabian. Was? Nee. Doch, Fritz, soll ich mal hier die alten Aufzeichnungen Oh, jetzt wird es interessant. Alte Aufzeichnungen. raussuchen? Erinnere mich an eine Aufzeichnung von einem Kochen, wo ein Kochtopf gesprungen ist, lieber Tai, und eine Platte gebrannt hat. Ja, da gibt es auch tatsächlich, das habe ich auch in einem YouTube-Video verwendet, Warum ne? gibt es eigentlich noch kein GIF? Ich weiß es nicht, aber das gibt es tatsächlich in einem YouTube-Video, das online ist. Ich muss mal schnell gucken, welches das genau war. Weil das habe ich verarbeitet in einem. Ah, in einem. Oh ja, das habe ich mit Online-Liga verbandelt, als sie da diese Fehler hatten. Und habe dann diesen Sprung der Schüssel. Warte mal, habe ich verbunden mit den Servern. Also, hab Hey Kai, dann. aber das wäre doch eine Hammer-Idee, das als GIF irgendwie für unseren Discord zu nutzen. Also das wäre schon mega cool. Vor allem für den Jammerkasten. Tierisch geil. Warte, ich muss kurz mal gucken. Welches war denn das? Das war unfassbar Neulings- und Cheaterschutz. War das das? Ich weiß gerade nicht mehr, welches. Oh, das war da. Da. Nee, das war's nicht. Hatte angefangen mit. Teamcheck, das ist ja alles voll alt. Ach du Scheiße. Ich suche gerade dieses Video. Ich weiß bloß gerade nicht mehr, welches das war. Es war auf jeden Fall, hatte was mit Servern zu tun. Ich guck mal schnell. Server. Serverpause So, wenn voller Hürden. So. was zu den Servern und zum Thema OFA, weil ja viele da immer so ein bisschen Das ist es. rummeckern. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin eigentlich überrascht, dass sie das jetzt relativ stabil hinbekommen haben. Ich weiß, viele meckern, dass die Beta ist vorbei, wir sind jetzt im aktiven Spiel, aber ich finde, die Probleme sind insgesamt deutlich geringer geworden und wir müssen OFA einfach auch mal Zeit lassen. Es ist, war nicht alles positiv, es ist viel zu machen, es kann viel gemacht werden, ja, keine Frage, aber wir dürfen uns nicht den Spielspaß verderben lassen und das Spiel, was wir da haben, das bringt uns Spielspaß. Ich glaube, da dürfen wir uns auch nicht zu sehr von den Meckerköpfen mehr beeinflussen lassen, die da im Forum ihr Unwesen treiben, manchmal auch schon im Discord, wo ich auch schon manchmal die Stimmung bemängelt habe. Aber das ist ein tolles Spiel insgesamt, auch mit den vielen versteckten Werten, wo man nicht immer sagen kann, ja, gewinne ich jetzt, gewinne ich nicht. Aber das macht auch das Spiel aus, dass halt ein bisschen intensiver ist und ich mir viele Gedanken machen muss, manchmal vielleicht auch nicht verstehe, warum ich jetzt verloren habe. Und da kann ich nur insgesamt sagen, da ziehe ich meinen Hut vor OFA. Die wichtigen Serverprobleme haben sie in den Griff bekommen. Wenn sie jetzt noch eine bessere Kommunikation haben, was ja das, was Tai auch anspricht, dann wäre das für alle noch schöner. Und wenn dann auch diese kleinen Fehler wie jetzt zum Saisonabschluss noch behoben werden können, und wir ein stabiles Gesamtpaket haben und dann noch danach, nachdem wir ein stabiles Gesamtpaket haben, ordentliche Verbesserungspakete nach und nach reinkommen und da sind mir die Fluentes und eine App gar nicht so wichtig, sondern eher das spielbar machen, dann wäre das schon schön und ist für mich sehr spielbar, muss ich sagen. Auch auf Dauer hin länger spielbar als eben nur mal 2, 3 Monate. Ja, ist auch meine Meinung da großteils. Ich habe da auch im letzten Stream am Dienstag ja mich sehr gut ausgelassen, weil ich da halt einfach auch sehr unzufrieden war mit vielen Dingen. Aber man muss auch die positiven einfach Dinge auch mal hervorheben. Und was Inso sagt, ist da auf jeden Fall spielt da eine ganz große Rolle auch mit rein. Und ein Zusatz vielleicht auch, ich glaube, wir sind alle verwöhnt, wenn es um Manager geht, die stabil laufen, weil es halt schon lange keinen neuen Manager mehr gab, der so einen Andrang erlebt hat wie Online-Liga. Und die alten Manager, die halt große Communities haben, die haben halt den Vorteil, dass sie schon 10, 12 Jahre am Start sind und die sind am Anfang auch nicht so gut gelaufen.
Das, also OFM ist das beste Beispiel, ne? Die haben am Anfang auch ihre riesen Probleme gehabt, die ersten 10 Saisons. Also darf man nicht vergessen, ne? Das ist halt einfach Zeit, die das so ein Spiel braucht, bis es mal wirklich rund läuft. So ist es halt. Aber. Und wir sehen ja, Kai, ich meine, du hast ja die Set-Screws, das können wir ja offen sagen. Das hast du ja schon oft genug selbst gesagt, dass du da Riesendateien hast und es gibt halt eben doch sehr, sehr viele Werte anscheinend. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es diese große Datenbasis gibt. Und umso größer so eine Datenbasis ist, umso schwieriger ist es natürlich auch, um das Spiel ordentlich verlaufen zu bekommen und auch alles abgestimmt zu bekommen. Also, dass ich da auch wirklich anhand, wenn ich 11 bessere Spieler habe, da eine bessere Truppe zusammenbekomme. Das ist natürlich auch schwierig für OFA zu sehen, wie sich dann die einzelnen Daten auswirken. Egal, ob das jetzt Training ist oder ob das die Spielberechnung ist. Es ist, ich glaube, wahnsinnig komplex einfach. Ja, das auf jeden Fall. Und es ist nicht einfach zu lösen. Sie können es halt nur mit guter Kommunikation lösen, dass sie zumindest die Community beruhigen, weil ich glaube, das größte Hürde ist, diese Community nicht zu verlieren. Wenn sie die verlieren, dann ist eh alles andere egal. Dann kannst du machen und noch so ein tolles Spiel haben. Das ist für mich halt immer das, was ausschlaggebend ist. Und das ist halt gerade das, was auch weh tut. Weil jeder kann es verstehen, wenn ein Spiel, das neu ist, nicht so funktioniert und wenn da halt Leute dabei sind, die halt so ein Spiel noch nie in dieser Größe betreut haben, das ist halt bei der UFA der Fall, dann ist es schon schwierig und jeder hat Verständnis dafür. Ich glaube, die meisten sind einfach nur sauer, weil zu wenig kommuniziert wird. Das Ja, aber ist. ich mu muss auch ganz deutlich sagen, es gab ja mal eine Phase, da hat man schon deutlich besser kommuniziert. Jetzt wieder etwas weniger zuletzt mit dem Problem zum Saisonwechsel. Aber ich glaube, das ist auch einfach dem geschuldet. Corona-Zeit hat uns ja alle so ein bisschen getroffen. Ich will es gar nicht groß ansprechen, aber ich glaube auch beim Andreas ist es dann halt schwierig, den Überblick zu behalten über sein Team und da alle Informationen zusammenzubekommen. Und bevor ich da eine halbgare Info rausgebe, die dann auch vielleicht noch falscher ist als die uns jetzt bereitgestellt werden musste und nicht ordentlich bewertet wurde, was das eigentlich heißt für die Community, dass ich da rausgebe, sollte man da schon lieber abwarten und dann versuchen, gesammelte Informationen auszugeben, so wie es jetzt der Fall war. Die Frage ist dann immer, ist das alles so ganz korrekt gewesen? Weil einige haben ja daran gezweifelt, dass da so ein voriger Testlauf kam. Aber ich glaube, wir sollten einfach nicht zu sehr zweifeln. Wir müssen dem vertrauen, was uns gegeben ist und sollten einfach das Spiel weiter genießen und sollten uns da nicht immer ablenken lassen. Wir können natürlich viel, viel einfordern, aber ich denke, so wie es der eine oder andere damals gelesen hatte, ja auch von den Thunderbolts, die tollen Seiten, die wir da geschrieben haben mit den Verbesserungsvorschlägen. Sowas ist natürlich deutlich besser als einzelne Kritikposts oder Meckerposts anzulegen. Dann lieber positive Kritik, kann ich nur jedem sagen. Nimmt das auch mit fürs Discord, dass wir uns da lieber positiv unterhalten, als dass wir uns da gegenseitig die Köpfe einschlagen und streiten. Das bringt eh nichts. Wir ändern eh nichts daran, aber wir können vielleicht zusammen Vorschläge sammeln und Ja. können Ofa was vorlegen, was halbgar ist. Ob sie das dann nutzen oder nicht, ist ja denen überlassen. Die können natürlich auch nicht alles nutzen, aber lieber so. Und dann haben wir alle mehr davon und haben kein Bauchkrummeln, wenn wir dann wieder morgens ins Discord reinschauen, wenn das Spiel nicht läuft, dass alle wieder ausrasten oder ins Forum reinschauen. Das muss ja nicht sein. Wir können es eh nicht ändern. So schaut's aus und ich würde jetzt dann auch mal da zumindest mal Frankie auch mal noch eine Antwort geben. Und sehr wichtige Punkte, aber auch von Inzo an der Stelle, dass wir da einfach alle mal ein bisschen gechillter auch rangehen müssen und sollten und da einfach positiv auch eher drüber reden und Kritik üben. Das ist wichtig. Ja, Frankie, also von mir aus können wir heute dein Kaderfeedback auf jeden Fall noch machen. Wir wollen ja eine Formation auch so ein bisschen noch raussuchen, so wie ich das rausgehört habe. Das ist alles zeitlich noch möglich. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich fange ja auch erst um 19 Uhr an, deshalb entsprechend kann es auch ein bisschen später werden, da meine privaten Angelegenheiten bis dahin meistens dann schon erledigt sind. Das ist einer der Gründe, warum ich es ja auch auf später gelegt habe, dass ich ein bisschen Zeit mit meiner Freundin habe, bevor ich dann zum Stream gehe, weil es doch blöd ist, wenn man abends heimkommt und dann irgendwie nicht gemeinsam essen kann, weil es oh, ist gerade Stream. Deshalb ist es ja auch dann gut und abends habe ich dann meistens auch mal länger Zeit. Sie ist eh gerade in, wie heißt's? In einem Spiel Leo's Fortune, irgendwie sowas. Ein schönes kleines Spiel, wo sie ein Wollknäuel ist und durch 2D-Welten irgendwie springen muss und so Dinge tun Ihr muss. Markt, nicht wahr? Ja, irgendwie kommst du halt, ne, wenn du vorhin als ich Kaffee gegangen bin, hast du halt nur so ein Oh, und denkst dir, was ist denn jetzt im Wohnzimmer los? Warum ist das so ein Welcher Mann ist da? Gekreische? War sehr witzig. Ja, sie zockt auch ab und zu auf der PlayStation eben. Aber von daher würde ich Frankie dir auf jeden Fall
Da noch ein Kaderfeedback heute geben. Wir würden ja Formation eingehen, wenn das für dich heute auch wertvoll ist, wenn du sagst, du hast auch noch Zeit, das wird ja eine halbe, dreiviertel Stunde gehen. Wenn es dir nicht zu spät wird, dann gerne, dann machen wir das noch. Auf jeden Fall, Insu, wir haben jetzt tatsächlich noch ein bisschen mehr getan, als nur deinen Kader zu bewerten. Wir haben ja ein kleines Interview geführt, ein bisschen Manager-Talk auch gemacht. Nächstes Mal muss ich da echt die Kamera mit aufstellen, aber klar, heute wäre es nicht unbedingt die perfekte Situation dafür gewesen. Ich selbst würde jetzt auch dann nochmal eine Pause dann gleich einlegen. Wir gucken jetzt ganz kurz noch das mit dem Topf an, als Insu angesprochen hat. War ja das Intro zur Sommerpause voller Hürden, Simulations- und Serverprobleme. Und ein großes Dankeschön auch an Insu, Lana 15 von Hansa Gladorf, von den Thunderbolts sozusagen, unserer kleinen Gruppe. War ein riesen Spaß heute auch wieder. Dankeschön. Ja, ich danke dir, Thais. Hat mich sehr gefreut. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, ihr habt es alle gemerkt. Ich habe damit Inbrunst auch gern berichtet, wie ich viele Dinge sehe. Ich hoffe, ihr habt da einiges mitnehmen können. Die einen oder anderen haben mich jetzt auch schon im Discord direkt angeschrieben. Finde ich ganz cool. Ich freue mich über jeden, den ich helfen kann. Natürlich gilt auch da immer die Devise, nicht alles komplett preiszugeben, macht der Thai auch nie, sondern immer so ein paar kleine Infos. Wir setzen dann natürlich immer einige, wie sagt man, Schlaglichter, sagt man ja so schön. Auf jeden Fall hat es mir wahnsinnig viel Spaß bereitet. Danke fürs Kaderfeedback. Ich freue mich teil, dass wir da so viele Gemeinsamkeiten haben. Werde mir wahrscheinlich dein Team auch nochmal anschauen und werde dann mal gucken, ob ich hier da auch nochmal sagen kann, das und das würde ich noch machen und du wirst mir wahrscheinlich dann auch das Gleiche sagen. Das würde dann lustig sein. Weil vielleicht kann ich das ja tatsächlich mal machen. Hier im Stream dein Kaderfeedback. Das wäre wahrscheinlich auch mal wahnsinnig witzig. Nee, Teilst aber du einfach ansonsten deinen Bildschirm und dann go. ich auch gern mal bereit zu einem Manager-Talk, wenn es da um eigene weitere Themen geht oder ähnliches. Ich bin da ja sehr gesprächig, hast du jetzt vielleicht auch mitbekommen und habe eine Menge Spaß dran. Sehr schön. Also Manager Talk ist der nächste ja nächste Woche tatsächlich. 14.06. am Sonntag. Da sind wir schon in der Vorbereitung. Winterpause kommt ja danach. Im Moment sind vier mögliche Kandidaten. Ich kann dich natürlich auch mit und auf die Liste nehmen, falls du da Bock hast. Aber ich denke, bei den vier, die ich jetzt gerade aufgeschrieben habe, sind auf jeden Fall schon zwei Bekannte dabei, plus nochmal zwei neue. Muss man mal Ja, alles schauen. gut. Wir wollen jetzt gerade, nimm die erstmal und wenn du mal Bock hast zu quatschen, also kannst du mir da auf jeden Fall irgendwo Immer aufnehmen, wenn du gerne. mal meinst, das ist ein Thema, da könnten wir mit Insel drüber reden. Ich sag mal so Thema Trading vielleicht oder auch irgendwo Thema Kaderentwicklung, Thema bla 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 oder du brauchst jemanden, der positiv eingestellt ist gegenüber und mal den Beruhigungsbutton drückt. Dann bin ich gern bereit, da So, jederzeit Rede und Antwort Beruhigungsbutton. Spaß zu haben mit euch. Der Insu-Button. Der Insel-Button, der Ahu-Button, bitte, ja? Der Ahu-Button. Sehr schön. Da kommt Genau, Ahu, dann. das ist ja nochmal so ein Thema. Ahu, Ahu, Fritz Schmitz, ich verabschiede mich dann jetzt mit dem Ahu. 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 Sehr schön. Genau, also, Dankeschön. viel Spaß mit Frankie. Ich bleibe auf jeden Fall auch noch dran, schalte mich dann jetzt auf stumm, glaube ich, damit ich hier deinen weiteren Abend nicht störe. Aber ich glaube, das Format ist gar nicht mal so verkehrt, wenn man denjenigen auch noch mit drin hat und der noch was ein bisschen preisgeben kann zu seinem Team und zu seiner Entwicklung. Ist vielleicht ganz interessant. Kostet dich aber mehr Zeit. Genau. Teil. Man muss immer das ein bisschen abwägen, zeitlich auch, weil dann werden es halt weniger Feedbacks werden und dadurch halt dann auch Leute ein bisschen später drankommen. Aber ab und zu werde ich das auf jeden Fall anstreben, vor allem wenn auch jemand das anfragen sollte. Also wenn ihr ein Feedback noch habt und habt Bock mitzureden, während dem Feedback, kein Thema, immer gerne anfragen, einfach dazu sagen, kann man auch hier ins Discord gehen. Und also das ist die Voraussetzung, Discord zu haben. Wenn man nicht weiß, was es ist, discord.gg, dort kann man sich die Software anschauen. Die meisten werden es aber kennen vom Stream. Und dort sind wir auch gerade am Reden.